Herzlich willkommen zur Tech Talk Folge 6. Heute mit David Sondermann und Georg Hirmer. Jo, und mit mir, Steffen Kolb. Ja, wir haben heute, ja, gut, wer braucht den schon? Heute mal hier ziemlich warm. Wir sind alle hier total am Abglibbern, aber euch geht's bestimmt genauso. Heute kannst du schon die Unterhose ausnehmen. Moment. Vorsicht, zu viele Informationen. Eigentlich wollten wir ja die Folge, kleiner Funfact am Rande, wollten wir eigentlich mit Video aufnehmen, weil wir theoretisch jetzt eigentlich in Hamburg wären, aber wie ihr es erkennt, ihr seht uns nicht, wir sind nicht in Hamburg und Georg ist auch dabei, der wäre nämlich in Hamburg nicht dabei gewesen. Und deswegen gibt es jetzt eine ganz normale Folge, vielleicht die nächsten Monate mal eine Special-Folge, mal gucken. Aber heute nochmal eine ganz normale Folge, wobei nicht so ganz, wir haben uns jetzt als Top-Thema mal ein Thema rausgesucht, das jetzt weniger in den Medien war, sondern eher so ein Vernunftthema von mir einfach war, weil ich gemerkt habe, hey, es gibt immer wieder Leute, die gerade bei diesen Temperaturen, wir haben jetzt hier 36 Grad heute gehabt in Coburg und gerade bei solchen Temperaturen leidet natürlich auch die Technik immens und wir wollen einfach mal so ein bisschen drüber reden, ein paar Tipps an euch weitergeben, was ihr denn so machen könnt, um eure Technik zu schützen. Andere Magazine berichten darüber, wie ihr euren Körper schützt, wir reden über Technik und wie ihr eure Technik über den Sommer bekommt und das ist halt immer so ein Thema. Also wir hatten jetzt erst bei uns ein bisschen Auslöser war vielleicht auch das Notebook, das bei uns im Helpdesk gelandet ist in der Firma, von einem Mitarbeiter, der das halt einfach mal im Auto liegen hat lassen. Ne? Das Teil war natürlich danach tot. Bei den Temperaturen muss man sich mal überlegen, wie warm wird es in so einem Auto? Ne? Bestimmt, wenn es draußen 36 Grad hat. 60, 70 Grad. 60, 70 Grad bestimmt. Und dann ist das Notebook natürlich nicht mehr angegangen und das Notebook hat dann so ein bisschen Lichtorgel gespielt. Das heißt, die Tastatur hat ab und zu geleuchtet, an der Seite hat der Einschalter geblinkt, aber es ist nicht hochgefahren. Und ich habe zuerst gedacht, naja gut, vielleicht ist der Akku, das ist dann der Akku raus, es hat nichts gebracht. Kurzum, HP-Support, also hat dann gemeint, naja, müsste halt das Mainboard getauscht werden. Und es war halt ein Hitzeschaden, definitiv. Was auch noch ein Fail ist, der immer wieder passiert, dass Leute, das passiert aber auch im Winter, dass Leute das Notebook nicht ausschalten und das eingeschaltete Notebook zusammenklappen und dann in eine Tasche packen und es dort den Hitzetod stirbt. Das passiert natürlich im Sommer schneller als im Winter, klar. Unter Umständen passiert vielleicht gar nichts, hofft man, wenn das Gerät einfach den Akku verbraucht und irgendwann ausgeht. Aber es kann auch sein, dass das Gerät halt dann eben so lange läuft, bis es halt wirklich dann Schäden auf der Hardware hervorruft. Und ist sowieso allgemein. Ich meine, David, du bist ja bei der Feuerwehr. Akku und Hitze ist ja nicht so eine gute Idee. Das grade verträgt sich nicht immer wunderbar, das stimmt. Genau, gerade so diese Lithium-Ionen-Akkus, da ist ja richtig Knall drauf. Müsste mal bei YouTube eingeben, wenn ich dran denke, verlinke ich das Video mal. Da hat einer sich den Spaß erlaubt, vom Modellflug mal so einen Lithium-Ionen-Akku einfach mal anzuzünden. Ich kann so viel schon mal vorneweg sagen, es gibt ein schönes Feuerwerk im Garten und man sollte da auch ein bisschen zur Seite gehen. Auch wegen den Gasen, die da entstehen, die dann da entfleuchen. Das ist schon echt, damit kann man wirklich was abfackeln. Ja, nicht umsonst gibt es ja auch für diese ganzen Modellbau-Akkus, die ja noch einen viel höheren Energiegehalt haben, eine extra brandsichere Tasche, wo man die drin aufbewahrt und auch drin lädt. Das haben wir jetzt, gut, bei Laptops und Handys sind die Akkus jetzt nicht so Energiegehalt, also haben nicht so einen hohen Energiegehalt, aber trotzdem ist es immer noch, ich sag mal, eine ziemliche Brandgefahr, gerade bei der Hitze eben. Ja. Wie du auch gesagt hast, mein Vater ist es jetzt selber vor 2 Wochen passiert, Laptop im Auto gelassen bei der Hitze gemeint, ist ja nur 25 oder 30 Grad und im Endeffekt ist Laptop ist jetzt hin. Es geht wahnsinnig schnell. Und das betrifft halt wirklich alle Geräte, also auch wenn jetzt jemand noch so ein Navi irgendwie hat, so was man an die Windschutzscheibe ran macht, so ein externes Navi, das sollte man vielleicht auch, wenn man jetzt längere Zeit irgendwo parkt, wirklich wegnehmen von der Windschutzscheibe und das nach Möglichkeit vielleicht sogar mitnehmen, wenn es geht und das nicht im Auto lassen oder Tablets allgemein auch, also diese ganze mobile Bordelektronik, klar, ihr könnt jetzt nicht die Bordelektronik ausbauen, aber das ganze Zeugs, was ihr eben so noch im Auto habt, da sollte man wirklich drauf achten, Digicams, Spiegelreflexkameras, was man alles so hat, natürlich auch nicht die technischen Geräte, sondern auch zum Beispiel Kinder oder Hunde, ganz wichtig, und Katzen und Haustiere, da auch dran denken, aber natürlich auch die technischen Geräte. Wichtig ist auch da, wer denkt,
denkt, Handschuhfach ist eine bessere Option, das ist nicht besser. Da wird es genauso heiß, wenn nicht sogar noch heißer. Ja, oder was halt auch so ein Ding ist, wir haben heute für unsere Gartenfackeln, haben wir so, ja, dieses Petroleumöl oder dieses Lampenöl gekauft. Da sollte man auch mal drauf achten, dass wenn man jetzt irgendwie unterwegs ist, dass man das Öl nicht vielleicht stundenlang im Auto lässt. Das Spritzkanister. Könnte natürlich auch zu lustigen Sachen führen. Deswegen das nur mal so gesagt, wenn es jetzt eben um Auto geht, ne, das ist halt auch so ein Thema. Oder auch draußen jetzt ein Notebook draußen auf der Terrasse stehen lassen, ist auch eine dumme Idee, abgesehen davon, dass es vielleicht dann nicht mehr da ist, wenn man kommt, aber auch vielleicht die Sonneneinstrahlung oder eventuell auch Tiere, die dann einfach mal was fallen lassen, sag ich mal. Vogel, der dann einfach mal das Notebook voll kackt. Alles schon passiert. Ja. Also, gerade auch bei den ganzen Geräten sind ja alle schwarze Displays, die heizen sich natürlich noch viel mehr auf. Ja. Gerade so LCD-Displays haben ganz schnell einen Hitzeschaden. Und da muss man wirklich extrem aufpassen, natürlich auch so mit Handys und anderen Geräten, Smartwatches, alles, was es eigentlich so gibt. Ja, was ich auch krass fand, dass die Erfahrung musste ich selber machen, eben beim Festival bei Rock im Park, dass das Handy wirklich ultra heiß werden kann, dass der Akku wirklich, gerade bei solchen Temperaturen, dann an dem einen Nachmittag, dann habe ich es nur ein paar Mal wirklich draußen gehabt, um ein paar, ihr habt es vielleicht im vorletzten Podcast, wenn ihr die Videoversion gesehen habt, gesehen, ich habe ein paar Szenen eingeblendet, die ich da gefilmt habe auf Festival, die habe ich mit dem Handy gefilmt. Das Ding war so warm, ich habe gedacht, mir fällt bald das Bein ab, so heiß war das einfach in der Hosentasche, und ich habe dann auch so ein bisschen überlegt, oh scheiße, wie wäre das jetzt, wenn der Akku wirklich dann irgendwie in die Luft geht in der Hose, ich glaube, das ist nicht gut. Was ja auch schon passiert ist. Also es gab schon Leute, ob das jetzt eine billige E-Zigarette aus China war oder so, oder eben auch ein Smartphone-Akku, der dann eben hochgegangen ist. Gut, bei dem, ich habe ein Huawei-Smartphone, bei denen habe ich jetzt noch nichts gehört. Gab es bestimmt auch schon Fälle, möchte ich jetzt nicht abstreiten, aber da war das noch nicht so in den Medien, dass da was passiert ist. Aber trotzdem habe ich überlegt, hey, das Handy nimmst du jetzt lieber mal aus der Hose raus, und dann habe ich es eben an die Luft, an die frische Luft halt raus, die halt auch ziemlich warm war, aber ich habe so versucht, ein bisschen runter zu kühlen. Und solche Geräte sind einfach, und gerade die Akkus halt bei solchen Temperaturen, enormen Stress ausgesetzt. Und ich glaube auch, dass man das wirklich geschafft hätte, den Akku dann wirklich, auch wenn der eine gute Qualität hat, wenn der sachgemäß verbaut ist, bei solchen Temperaturen, da kann es einfach passieren, dass das Ding dann eben, wenn man es wirklich übertreibt, Probleme verursacht und in die Luft geht. Und da habe ich echt gedacht, holla die Waldfee, da brennt dir wirklich bald die Buchse ab, wenn es so weitergeht. Und ja, aber das war jetzt zum Thema Akku. Ich möchte noch mal ein bisschen anders drüber reden, was es da noch für Möglichkeiten gibt oder für Fallstricke vielleicht auch, wenn man sich mal den normalen PC anguckt. Dann sollte man vielleicht auch mal ein bisschen darauf achten, dass der PC allgemein mal so ein bisschen staubfrei gehalten wird. Das hängt immer schwer natürlich vom Gerät ab, wo das Gerät steht, wie ihr eure Wohnung vielleicht unter Umständen putzt, ob ihr Haustiere habt, Ob ihr Raucher seid, ist auch sehr entscheidend. Fakt gerade bei so Lüftern. Das Ding ist, wenn du Raucher bist, der Zigaretten, der Nikotinqualm, der setzt sich ja ab, der macht eine Beschichtung auf die Lüfter auch vom Gehäuse, und es sorgt dafür, dass der Staub besser klebt. Das ist irgendwie, da ist ein Stoff drin, der dafür sorgt, dass es einfach besser anhaftet, der Staub. Deswegen, also wenn ihr Raucher seid, solltet ihr besonders euren Rechner reinigen, weil der Staub auch ziemlich fest drin ist. Und reinigen ist sowieso so ein guter Tipp. Also wirklich mal den Rechner, auch wenn man es vielleicht schon 5 Jahre lang nicht mehr gemacht hat, mal abstecken und mal vorsichtig aufmachen natürlich. Je nachdem, ich kann eure Skills jetzt schlecht einschätzen, weil ich nicht weiß, wer ihr seid, ob ihr viel mit PCs zu tun habt, vielleicht selber zusammengebaut habt oder so. Aber dann halt wirklich vorsichtig an die Hardware rangehen und mal kontrollieren, sind die Lüfter noch frei. Also ohne Scheiß, wenn ihr so einen Rechner nach 2-3 Jahren, vielleicht ihr habt den gekauft und dann ausgepackt hingestellt und den 2-3 Jahre benutzt, ihr werdet überrascht sein, was ihr da drin alles findet. Es ist unglaublich. Und dann wirklich vorsichtig aussaugen, gucken, dass die Lüfter auch frei sind. Aber bitte nicht, und das ist ein Fehler, der wird sehr gerne gemacht, mit der Staubsaugerdüse direkt an die Rotorblätter vom Lüfter ran, dass der Lüfter sich schön dreht. Das Problem ist, der Lüfter erzeugt dann auch Spannung. Und diese Spannung geht aufs Mainboard über und die kann zu Schäden führen in eurem Gerät. Deswegen den Lüfter nicht
schnell drehen lassen. Wenn ihr den absaugt, den mit der Hand drehen, vorsichtig, leicht drehen und dann absaugen. Und beim Mainboard auch ganz vorsichtig sein. Kein Kontakt mit der Düse und dem Mainboard, das ist keine gute Idee. Aber halt so leicht drüber saugen und dann halt gucken, dass auch die, das ist auch immer so ein Thema, die Luftströmung im Gehäuse, dass das einfach optimal funktioniert. Wenn man selber einen Rechner zusammenbaut, sollte man da auch darauf achten, dass du halt einen Luftstrom hast, der bestenfalls von vorne nach hinten durchs Gerät durchgeht. Dass vorne die Luft angesaugt wird, durch die ganze Peripherie, also Festplatten und so weiter, durchgeht, durchs Mainboard, durch die CPU, durch den CPU-Kühler und hinten wieder raus. Da achten, ich weiß nicht, ob da jeder drauf achtet, ich glaube eher nicht. Es ist vielen egal. Im Serverbereich ist es ein Top-Thema, weil da willst du ja im Rechenzentrum hast du ja diese Kaltgänge, wo dann eben die kalte Luft von Gerät, also von vorne durch den Server nach hinten rausgeblasen wird. Aber wie gesagt, beim Selbstbau von PCs, da achten wahrscheinlich die wenigsten drauf. Und was man auch so vorbeugend vielleicht machen kann, ist, sich ein Gehäuse zu kaufen, das schon diese Staubschutzsiebe an den Lüftern hat. Ich weiß nicht, gibt es noch Gehäuse, die sowas nicht haben, David? Wahrscheinlich schon. Billiggehäuse, aber ja. Das ist halt, ich meine, muss jeder für sich wissen. Genau. Aber ich denke mal, wenn man was selber baut, und dann sollte man schon darauf achten. Genau. Einfach so Staubfilter, die irgendwie, weiß nicht, einmal im Monat oder so, wenn es extrem staubig ist, rausziehen, einmal kurz ausklopfen, genau. Die Sache ist gebacken und du hast keinen Staub mehr im PC. Richtig. Also das ist wirklich ein Tipp und so kannst du das Ding auch wirklich gut kühlen. Und es ist halt auch wirklich so, also viele vielleicht sagen, okay, die machen jetzt einen Geschiss darum, dass der Rechner gekühlt werden muss. Aber es geht viel aus. Es geht wirklich auf die Hardware, es geht auf die Leistung, es geht auf die Lebensdauer der Komponenten, auch wenn der PC im ersten Moment vielleicht noch ganz normal weiter funktioniert. Aber man sollte trotzdem wirklich darauf achten, wenn man wirklich seinen PC lange behalten will, vielleicht sich auch teure Hardware gekauft hat, weil man Gamer ist oder Videoschnitt macht, dann sollte man auf jeden Fall das ganze Ding regelmäßig saugen und so weiter, damit man eben mehr davon hat. Und nicht nur im Sommer, aber insbesondere auch im Sommer. Und da nochmal kontrollieren, bei solchen Temperaturen funktioniert das alles. Was mir dazu gerade noch einfällt, wenn du kurz einen reindingsen, gerade gesagt hast, natürlich. Auch teure Hardware. Wenn jemand eine Wasserkühlung, sei es selbst gebaut oder auch so All-in-One hat, auch mal ruhig die Lüfter von dem Radiator abnehmen und den Radiator sauber machen. Weil wenn natürlich der ganze Staub da durchgedrückt wird, weil ich meine, die Luft muss ja durch den Radiator, damit das dann durchzirkuliert und das Wasser gekühlt wird, da ist wahnsinnig viel Staub drin. Und wenn die zu sind, dann geht da gar nichts mehr durch. Gerade diesen All-in-One-Lösungen einfach ruhig mal Lüfter ab und auch mal vorsichtig absaugen. Vorsichtig aber trotzdem sein, das sind ganz, ganz feine Lamellen. Also wenn mit der Düse dahin kommt, sind die gleich verbogen. Deswegen auch da ruhig ein bisschen Abstand halten. Hast du aktuell eine Wasserkühlung bei dir drin eigentlich? Hab ich. Ja. An für sich, übrigens noch kleiner Funfact nebenbei, an für sich super. Aber der Nachteil der Wasserkühlung ist natürlich auch, dadurch, dass sie die Hitze viel besser abtransportiert, heizt sich der Raum auch viel mehr auf. Okay. Und das merkt man bei mir richtig extrem. Wenn die Kiste läuft und ich irgendwie am Zocken bin, dann hast du hier mal ganz schnell eine Heizung nebendran stehen. Das ist nicht zu unterschätzen. Im Winter gut, aber im Sommer ja, jetzt im nicht Sommer so geil. Wie jetzt, ich sterbe gerade. Ja. Übrigens nicht wundern, wenn bei mir jetzt irgendwelche komischen Geräusche kommen. Ich habe das Fenster hier komplett auf. Das ist heute einfach mal so. Ich entschuldige mich schon mal dafür, aber das geht ja, nicht anders. Auch. Ich habe hier auch keine Klimaanlage oder so. Ich mache einfach das Fenster komplett auf, weil es draußen gerade wieder ein bisschen abgekühlt ist. Wir haben jetzt so 21.24 Uhr aktuell und deswegen, also kann sein, dass da irgendwelche Besoffenen, wir am Wochenende draußen rumlaufen und rumgrölen. Das ist halt dann heute einfach mal so. Oder irgendwas anderes passiert. Ich weiß es nicht. Gut, genau, Thema Lüfter ist wichtig. Ach ja, was ich noch anmerken wollte, was ich immer wieder sehe, ist einfach der Standort vom PC. Also, dass man das PC-Gehäuse irgendwie so zubaut mit irgendwas, vielleicht noch in einen Schrank irgendwie reinstellt, weil es da besser passt. Ich meine, es mag alles sein, das mag auch funktionieren. Erstens mal, denke ich mal, in Richtung Brandschutz auch wieder, keine gute Idee, in einen geschlossenen Schrank einen PC reinzubauen. Und zum anderen halt auch die Belüftung ist halt, kannst du vergessen. Deswegen achtet mal drauf, dass ihr euren PC möglichst frei hinstellt. Dass vielleicht doch nicht gerade auf einen Teppich draufstellen, einen richtig dicken Perser genau. oder so, sondern vielleicht ja. sei es irgendwie ein Holzbrettel oder eine Pappe unterlegen oder sowas. Genau, also oder ich habe das ja bei mir auch so, gelöst. Ja. Es gibt auch was ich eleganter finde als ein Holzbrett oder Pappe. Es gibt mittlerweile so PC-Gehäuseaufsteller mit Rollen unten dran. Oder sowas, genau. Die gibt es im Internet auf einschlägigen Seiten, Amazon.
By the way, nehmt unseren Affiliate-Link, Link in der Beschreibung, wenn ihr uns unterstützen wollt. Nein, nur mal so als Hinweis, wenn ihr was bei Amazon bestellt, könnt ihr uns unterstützen, ohne mehr zu bezahlen über den Affiliate-Link. Nee, da gibt es das übrigens auch, also da gibt es diese Aufsteller für 20 oder so. Das ist einfach so ein Ding, das kannst du aufklappen, da stellst du einen PC drauf, hat Rollen und hat auch dadurch natürlich einen gewissen Abstand vom Boden zum Teppich oder zum vom PC zum Teppich, so rum. Und das ist natürlich eine besonders gute Idee, dass man da ein bisschen aufpasst. Und was ich auch immer wieder sehe in Büros, dass da einfach Ordner auf den PCs abgestellt werden, unten im Fußraum irgendwelche Akten aufgestapelt werden, der Papierkorb direkt hinten am Lüfter vom PC steht. Oder Laptops auf Decken betrieben werden im Bett. Auch genau. Immer so eine lustige Sache, ist auch immer ganz doof, da kommt gar keine Luft mehr durch. Genau. Es gibt natürlich Notebooks mittlerweile, die ihre Luft, das ist auch, ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, die Luft unten anzusaugen bei einem Notebook. Es gibt mittlerweile so viele Notebooks, die von der Seite jetzt die Luft ansaugen, die kalte Luft, aber es gibt wirklich Notebooks und da müsst ihr mal bei eurem Gerät nachgucken, die von unten noch die kalte Luft ansaugen. Wenn ihr jetzt das auf einer Decke betreibt oder ja genau irgendwie sowas oder auf den Teppich stellt oder so, dann ist es eine ganz dumme Idee, weil dann natürlich sich die Luft staut und gar nicht wirklich abtransportiert werden kann am Gerät und das sorgt natürlich genau für die gleichen Effekte, die man auch bei einem Desktop-PC hat. Hardware verschleißt schneller, das Ding stürzt vielleicht ab und so weiter und so fort. Ab einer gewissen Gradzahl gibt es eine Notabschaltung. Das war früher mal bei so 100 Grad, dass dann eben die Kiste sich komplett abschaltet. Das ist allerdings dann schon, wenn ihr das ein paar Mal habt, dann kann das schon wirklich dafür sorgen, dass eure Hardware da einen Schaden davon trägt. Und das will ja keiner, ne? Das ist eben so das Ding. Was man natürlich auch machen kann, aber da, das ist halt so die Mentalität, viel hilft viel. Man kann natürlich in PC-Gehäuse noch mehr Lüfter einbauen. Das muss man halt wirklich überlegen, ob das so sinnig ist. Denn also die meisten, bin ich der Meinung, mittlerweile die meisten Gehäuse, die haben wirklich ausreichend Belüftung, wenn der Rechner ordentlich steht, wenn er keine direkte Sonneneinstrahlung hat, das ist vielleicht auch noch so ein Thema, und dann braucht man da nicht noch irgendwelche tausend Lüfter. Hat wieder Nachteile, natürlich braucht es Strom logischerweise, ihr braucht vielleicht ein fetteres Netzteil, eventuell, und macht die Sache natürlich unnötig laut. Das ist natürlich auch so ein Ding. Deswegen vielleicht auch bei den Lüftern ein bisschen auf den Durchmesser achten, so groß wie möglich, dass man mit einer geringen Drehzahl kühlen kann. Das macht die Sache halt auch leiser und angenehmer, weil was bringt dir das, wenn du dann so ein halbes Kraftwerk unterm Tisch stehen hast, so eine Turbine, da mag auch keiner mehr arbeiten oder zocken oder wie auch immer. Genau. Das ist dann halt auch nervig. Da kurzer Hinweis noch bei den Lüftern, nur dass ich es auch mal mitbekommen habe, da bin ich dann damals mal drüber gestolpert, als ich auch angefangen mit Wasserkühlung. Es gibt verschiedene Arten, welche mit einem sehr hohen statischen Luftdruck und welche mit einem hohen Luftdurchsatz. Und die mit dem hohen Luftdruck brauchst du eigentlich hauptsächlich nur bei Wasserkühlung mit Radiatoren, weil da eben ein sehr großer Gegendruck durch die feinen Lamellen sind. Das heißt, wenn ihr normale Gehäuselüfter kauft, dann könnt ihr ganz normale Lüfter kaufen, die halt dafür ausgelegt sind, viel Luftdurchsatz, also viel Luft durchs Gehäuse durchzuschieben. Da braucht ihr nicht darauf achten, dass die mega viel statischen Luftdruck aufbauen, weil dadurch habt ihr dann noch mehr Staub im System. Und das ist einfach nur, in der Regel sind die viel lauter. Nur, dass ihr es mal gehört habt. Ja, auf jeden Fall ein wichtiger Hinweis. Und was auch nicht schlecht ist, es gibt ja, wer es noch nicht kennt, zum Beispiel die Software Speedfan, wo ihr einfach mal gucken könnt, verlinke ich euch auch mal, wo ihr einfach mal gucken könnt, ist ein kostenloses Tool, welche Temperaturen habe ich denn zum Beispiel in meinem PC? Und dann kann man auch entscheiden, muss man was machen noch oder kann man das Ding jetzt erstmal so laufen lassen? Und ich mache das auch immer ganz gern, dass ich dann zum Beispiel mit Prime 95, das ist ja so ein Benchmark-Tool, das Ding einfach mal, oder so ein Stresstest, dann einfach mal laufen lasse, dann treibt da halt die CPU auf 100% und lasse das mal so eine Stunde laufen und dann gucke ich immer, wie entwickeln sich die Temperaturen in dem Gerät. Und wenn ich dann sehe, okay, die CPU ist schon auf 80 Grad oder so, dann muss ich wirklich was machen. Oder CPU ist auch noch ein interessanter Hinweis vielleicht, wenn ihr sagt, Mensch, ich habe eine CPU drin und ich kühle mein Gehäuse eigentlich auch ganz gut, aber ich kriege die scheiß Temperatur nicht runter, dann sollte man vielleicht auch mal gucken, ob die Wärmeleitpaste zwischen CPU-Kühler und CPU, ob das Ding noch so vorhanden ist. Oder übrigens, Ketchup ist kein Ersatz dafür, auch wenn die liebe Video
Was es dazu gibt. Ja, ihr kennt ja nicht PCGH in Gefahr, Ketchup. Okay. Ist die beste Alternative, wenn man gar nichts da hat. Aber ich glaube, nach einer Nutzung, wenn es richtig heiß wird, stinkt das richtig ekelhaft. Boah, also nur so als Tipp, normale Wärmeleitpaste, kein Ketchup. Also da wäre ich auch nie auf die Idee gekommen, Ketchup zu verwenden. Die haben es ausprobiert. Also dann vielleicht eher irgendwas anderes, irgendein anderes Öl oder Fett oder irgendwas, aber... Ja. Also einfach eine gute Wärmeleitpaste kaufen. Die ist auch nicht so teuer, Leute. Also Wärmeleitpaste sollte kein Showstopper sein. Ihr braucht kein sein. Flüssigmetall, ihr braucht nur eine normale Wärmeleitpaste. Genau. Und dann läuft es wieder. Aber das ist auch so ein Ding. Georg, wolltest du was sagen? Nee, ich wollte bloß noch sagen, und ist auch ganz einfach zum Auftragen. Also es ist auch kein Hexenwerk. Richtig, hast du ja sicherlich auch schon mal gemacht. Natürlich. Genau, weil das sich jetzt so angehört hat. Genau, nee, das ist so ein Ding, da denken auch viele nicht dran. Also falls es wirklich so ist, dass ihr sagt, ich kühle eigentlich alles, ich habe die ganzen Tipps bis jetzt beachtet, aber irgendwie kriege ich diese Scheiß-Temperatur nicht raus. Und wenn der PC schon ein bisschen älter ist, dann kann das passieren. Oder wenn das ein Fertig-PC ist, dann war nicht vielleicht besonders sparsam mit der Wärmeleitpaste. Klar, natürlich, man sollte nicht zu viel verwenden, aber auch nicht viel zu wenig. Und dann sollte man einfach mal prüfen, ist die noch in Ordnung. Und es gibt auch, ich habe es auch schon praktiziert, auch wenn es jetzt nicht so geil ist, aber man kann die auch vorsichtig abschaben und neu auftragen. Also es ist halt immer so ein Ding, klar, wenn ich jetzt mit einem Cuttermesser komme, ganz schlechte Idee, aber man kann zum Beispiel mit einer, ich habe so Kalender immer, so Plastikkalender, so Mini-Kalender im Scheckkartenformat oder so, mit sowas kannst du das schön runter, vorsichtig runterkratzen. Ja. Oder auch Gesundheitskarten. Genau, solche Sachen eben, wenn man jetzt nicht gerade seine American Express Gold verwenden möchte oder so, dann sollte man sowas nehmen. Oder man kann auch mit einem ganz normalen Sieber einfach vorsichtig das abwischen. Hat bei mir alles schon funktioniert. Geht natürlich nur, wenn es jetzt nicht schon total spröde ist. Dann kannst du es mit einem Zewa auch wunderbar abwischen. Dann sieht die CPU aus wie fast wie neu aus. Und dann kann man das schön neu auftragen und dann ist die Sache auch wieder fein. Ja, so viel zum Thema Desktop-PCs. Jetzt habe ich aber vielleicht ein Notebook oder ein MacBook. Dann habe ich natürlich ganz andere Sorgen, weil teilweise komme ich da an die Hardware natürlich nicht ran. Da muss ich dann halt versuchen, von außen so ein bisschen die Lüfter abzusaugen. Da kann ich natürlich nicht so viel machen. Ich würde jetzt auch nicht raten, sage ich mal, mit so einem Kärcher Industriestaubsauger den an den Lüfter ranzuhalten und zu hoffen, dass innen drin der Staub wegkommt, weil unter Umständen kommen da noch ganz andere Teile mit an das Lüftergitter. Also das ist vielleicht nicht so gut. Aber man kann natürlich, übrigens bei einem Desktop-PC kann man vielleicht, wenn man einen Kompressor zu Hause hat, kann man auch Lüfter ausblasen, nur so als Tipp. Aber wichtig, einen mit Ölabscheider verwenden, nicht, weil ihr nachher die Ölscheiße im Laptop hängen habt. Oh ja. Ölabscheider, ganz wichtig. Im Desktop-PC meinst du? Genau, ja. Ja, genau. Also das ist wichtig. Richtig, aber das ist auch noch so ein Tipp, den kann ich geben, aber den braucht man eigentlich selten. Also ich ganz ehrlich, mit einem normalen haushaltsüblichen Staubsauger und den Tipps, die wir vorhin gesagt haben, kannst du da arbeiten. Aber Notebook, nochmal drauf zurückzukommen, da kannst du eigentlich wirklich nur drauf achten, sind die Gitter frei, versuchen die Gitter vielleicht noch abzusaugen, wenn das Notebook noch Gitter hat. Mein MacBook zum Beispiel, da suche ich die Gitter, die finde ich nicht. Da ist hinten so ein Schlitz, da kommt die Luft rein und raus. Da habe ich keine Ahnung, was ich da machen kann. Das ist halt ein bisschen blöd. Ja, so viel zu dem Thema. Und prinzipiell so ein leicht angefeuchteter Lappen, einfach so nicht tropft, einfach mal generell das Gerät ein bisschen sauber halten. Ja, ich bin wenn man da regelmäßig da aufpasst, dass auch der Bildschirm nicht so verschmiert ist, sieht immer ganz lecker aus sonst. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt, weil es regnet bei uns und das ist nach Monaten. Ja, eben, was? Ich will auch. Was? Es regnet. Regnet in Deutschland. Das ist wie wenn irgendwo in Afrika mal wieder Regenzeit ist, gerade bei mir hier. Egal. Anyway, wir kommen zurück zum Thema. Genau, also wie gesagt, diese Tipps einfach mal auch abwischen außenrum. Aber ihr könnt da leider, muss man wirklich sagen, außer ihr habt wirklich ein Gerät, aber da muss man, erstmal muss man sich da ein bisschen wohlfühlen bei der Sache und wirklich vorsichtig vorgehen und gucken, kann man das Gerät öffnen ohne Probleme, aber das wird von Notebook-Generation zu Notebook-Generation immer schwieriger. Bei den neuen MacBooks oder bei einem Surface oder so kannst du das ohne das Gerät kaputt zu machen gar nicht mehr öffnen. Ja. Ist ja auch eine Garantiesache, ganz wichtig. Wir übernehmen keine Haftung dafür, wenn ihr jetzt euer Gerät öffnet und keine Garantie mehr habt. Genau. Ganz wichtig, wenn da irgendwo so ein Sticker drauf ist, wenn das Aufmaß Garantie wirkt, dann ist er weg, dann habt ihr Pech gehabt. Und dran denken, wenn es kaputt geht, bestellt bitte über unseren Amazon Affiliate-Link ein neues Gerät. Nee, Spaß. Genau, aber das ist eben der Punkt, also da muss man auch aufpassen. Aber wenn es jetzt ein etwas älteres Gerät ist, ihr euch auskennt,
auskennt und sagt, hey, komm, dann macht es ruhig auf und dann guckt mal bei den Lüftern, was der Stand ist. Aber ansonsten, wer sich das nicht zutraut, es gibt natürlich auch diverse Repair-Shops in Städten, da muss man auch mal ein bisschen vorsichtig sein. Aber da kann man sowas natürlich auch machen lassen. Und es gibt noch eine weitere Alternative. Wenn ich gar nichts im Gerät fummeln möchte, dann kann ich das Gerät nochmal außen über eine Kühlerplatte, es gibt so Cooling Pads, die man über USB anschließt, so eine Platte, und da kommt das Notebook dann drauf oder das MacBook und da sind unten Lüfter drin und die kühlen das Gerät dann von außen und führen halt den Lüftern, die eingebaut sind, noch einen zusätzlichen Luftstrom zu. Und dann kann so ein unter Umständen innerlich verdrecktes Gerät trotzdem noch einigermaßen von außen gekühlt werden. Kleiner Tipp von mir, habe ich erst bei meinem Vater umgesetzt, bei seinem Notebook. Der hat jetzt ein neues Notebook bekommen. Dann habe ich gleich gesagt, okay, es ist Sommer, ich kaufe dir gleich so eine Kühlplatte noch mit dazu. Und da war gerade einem Angebot. Wenn ich dran denke, verlinke ich es. Gibt es übrigens auch bei Amazon, haben wir auch bei Amazon bestellt, von Cooler Master. Was ist daran so besonders? Erstmal, sie ist relativ günstig, sie kostet nur 9 Euro. Und zum anderen, sie hat einen sehr, sehr großen Lüfter. Der hat einen großen Durchmesser, bedeutet, das Ding hat eine niedrige Drehzahl, es ist sehr leise, man hört den Lüfter kaum und ist sehr effektiv. Und das fand ich einfach gut und das für 9 Euro finde ich super solide. Da gibt es Teile, die kosten 15 Euro, 20 Euro oder noch mehr. Die sind viel schlechter verarbeitet, haben drei kleine solche Miefquills drin, die dann aufquietschen wie blöde. Möchte man nicht haben, vor allem wenn man im Büro arbeitet, möchte man sowas überhaupt nicht haben. Und da ist es halt wichtig, dass man dann so ein Teil einfach nimmt mit einem großen Lüfter und dann ist das Notebook auch einigermaßen von außen gekühlt. Es gibt auch Lüfter, die lassen sich auf den Lüftungsschlitz aufstecken und über USB betreiben. Da habe ich noch keinerlei Erfahrungswerte, aber ich befürchte, dass die Kühlleistung bei sowas nicht so gut ist, wie wenn ich von unten nochmal das Gehäuse kühle mit so einem Lüfter. Glaube ich, ist besser für die Hardware innen drin. Wie wenn ich nur diesen vorhandenen Luftschlitz benutze und da einfach noch einen Verstärker ranhänge, sag ich mal, so einen Lüfter. Und die Dinger sind auch sehr laut, also was ich gelesen habe, die sollen auch nicht so das Wahre sein. Und wie schon gesagt, bei den modernen Notebooks hast du gar keinen Lüftungsschlitz mehr. Da hast du dann echt Probleme, so ein Ding ranzuklippen. Und deswegen, also das wäre noch so eine Idee. Andere Sache ist vielleicht auch noch der Bildschirm. Ich hoffe mal nicht, dass ihr noch einen Röhrenbildschirm habt. Aber da müsstet ihr vielleicht dann auch mal gucken wegen Staub. Aber es gibt ja auch genügend andere Bildschirme, die eben, also Bildschirm wird ja heutzutage gar nicht mehr gekühlt, logischerweise. Aber wenn das Gehäuse total verstaubt ist und so weiter, dann sollte man vielleicht auch da mal ein bisschen drüber wischen, gucken, dass die Luftschlitze frei sind und so weiter. Und dass der Bildschirm eben auch schön ausdunsten kann. Ja, und was vielleicht auch noch ein Thema ist, Thema für alle Netzwerkadministratoren in euren Unternehmen, vielleicht auch mal auf die Switche in den Verteilerschränken achten. Da gibt es wirklich Switche, keine Ahnung, die, wenn du aufmachst, die sind total voller Staub oder so. Und die sterben natürlich auch bei solchen Temperaturen jetzt. Weil wenn ich überlege, ich habe im Bürogebäude auf den Etagenverteilern Switche oder so, die werden ja meistens nicht klimatisiert, die Etagenverteiler, wie ein Rechenzentrum. Und im Rechenzentrum ist es ja auch so, da wird hoffentlich auch die Luft gefiltert und dann ist nicht so viel Staub in der Luft, aber in so einem, ja, der Klassiker ist so, ich habe irgendwo einen Kopiererraum, einen Druckerraum oder so eine Nische oder Kabine, wie auch immer, und da sind die Switche drin. Dann habe ich den Tonerstaub und habe zusätzlich noch den ganzen Raumluftstaub und dann ist das Ding auch nicht klimatisiert vielleicht und dann sterben dir die Switche. Deswegen, kleiner Tipp vielleicht noch, da sollte man auch ein bisschen drauf achten, und seine Switche da mal ein bisschen aussaugen. Kann er da Azubi machen oder Praktikant? Der kann er da mal durch und die Switche aussaugen. Oh je, jetzt werden so viele Azubis und Praktikanten sauer sein. Ja, jetzt verlieben wir sehr viele Zuhörer. Genau. Ja, ja, aber das ist so ein Ding einfach, das sollte man im Auge behalten, außer man möchte sowieso in der Firma neue Switche einbauen. dann ist es natürlich die Gelegenheit, jetzt Switche sterben zu lassen. Aber das ist jetzt noch so ein Hinweis vielleicht. Ansonsten haben wir eigentlich alles schon so ein bisschen durchgehabt. Natürlich,
in eurem Zimmer zu Hause vielleicht auch ein bisschen dran denken, Jalousien runter. Das sind ja so Sachen, die sind auch für den Menschen ganz gut, wenn tagsüber die Jalousie unten ist bei der Sonneneinstrahlung. PC nicht direkt in die Sonne, das hatten wir ja auch schon erwähnt. Denkt immer dran, genug zu trinken bei der Hitze. Genau. Gibt ganz viele Hitzeschlag und Deswegen nehme Sonnenstich ich und jetzt gerade so. mal einen Schluck, weißt du, wenn du es schon Ja. mal so sagst, den genehm. Ah, bei dem Thema würde ich sagen, auch erstmal kurz hier ein kühles Blondes. Hopfengetränk aufgemacht, Ja, genau. Ich habe mir Prost. gerade voll ins Gesicht gespritzt. Oh, super. Leute, ihr merkt schon, es ist warm, aber das ist halt heute einfach mal ein bisschen eskalierender Podcast. Aber Ich habe den Bügelverschluss kaputt bekommen. Noch Wow. krasser wäre es, wenn du den kompletten Kopf runterhackst. Habe Nee, ich auch schon mal gesehen, dass der jemand. Draht ist jetzt verbogen. Ja, gut. So, was gibt's bei dir heute, bierchentechnisch? Also ich habe hier gerade ein Wasser, deswegen ich kann da nicht groß drüber reden. Ich habe hier einen Mönchshof Mönchshof, für ja, den das ist geholt. ja. Ja, Ich habe jetzt gedacht, du vor allem hast irgendwas auswählen. Exotisches irgendwie aus eurer Region hier. Keine Nee, Ahnung. nee. Nee, Mönchshof. Ich habe kennt man. Mönchshof als Kulmbach, genau. Kennt man. Ja, Kulmbach, ne? Kennt man. Gut. Ja, ich denke, im Großen und Ganzen, also mir fällt auch irgendwie nichts mehr ein. Ich habe mir ja schon ein paar Notizen gemacht, die sind jetzt alle schon durch. Akku hat man ja schon angesprochen, da auch ein bisschen drauf achten, was das angeht. Ja, es gibt noch so ein paar lustige Gadgets, die man sich gönnen kann. So USB-Ventilator. USB-Ventilatoren, natürlich, klar, kann man machen. Ich hoffe mal für euch, falls ihr irgendwie Bürotätigkeit habt, dass ihr da auch klimatisiert unterwegs seid und vielleicht auch das Glück habt, in kurzen Hosen da zu erscheinen. Das sind natürlich immer Sachen, die sind Genau. besonders wichtig. Wichtig, ab bestimmten Temperaturen muss der Arbeitgeber auch etwas unternehmen, Ja. um eine quasi eine Verbesserung der Raumsituation der Temperatur herbeizuführen. Dazu Müsst ihr mal empfehle ich einfach nachschauen. mal die Videos von Christian Solmecke auf YouTube. Genau. Der hat da ein paar Videos schon dazu gemacht. Der ist Rechtsanwalt und der kann euch da Auskunft geben. Aber wie David schon gesagt hat, da gibt es halt gewisse Regulatorien. Ab einer gewissen Temperatur ist es euch nicht mehr zuzumuten, dann im Büro zu arbeiten in langer Hose und so. Also ihr müsst da auch gewisse Möglichkeiten haben, normal arbeiten zu können. Aber ich habe immer noch die Hoffnung, dass gerade etwas größere Unternehmen immer generell klimatisieren und eben dafür sorgen, dass eben die Mitarbeiter angenehm arbeiten können. Genau, ansonsten natürlich Rechenzentrum, ganz blöde Idee, wenn da die Klimaanlage ausfällt. Genau, das habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber das ist mir vorhin noch so beim Essen gekommen. ganz wichtig vielleicht noch für alle Leute, die irgendwie in Serverraum oder vielleicht sogar in einem Rechenzentrum arbeiten. Achtet da mal drauf, dass eure Klima monetarisiert. Gemonitort wird, heieie, dass sie überwacht wird auf Deutsch, dass ihr einfach ein Monitoring über eure Klimatechnik habt und über eure Raumtemperatur. Also da gibt es ganz einfache Raumsensoren, die sind nicht groß, die könnt ihr über Power over Ethernet betreiben, also PoE. Das heißt, ihr braucht kein Netzteil, steckt die an den Switch an, wenn der PoE-fähig ist, wird das Ding über Strom versorgt und das Ding hat eine Web-Oberfläche, kann Mails verschicken und es kann über SNMP in eure vorhandene, hoffentlich vorhandene Monitoring-Lösung eingebunden werden und dann könnt ihr benachrichtigt werden, wenn da ein Trend nach oben ist und wenn da irgendwas nicht passt. Also da auch ein Auge drauf halten auf Serverräume. Ich denke mal, für Rechenzentren ist es nicht mal so entscheidend, weil die kümmern sich ja oft schon, weil da ist das Bewusstsein da. Aber für den, vielleicht, ich unterstelle das einfach mal, für den Small Business Wald- und Wiesen-Admin ist vielleicht das Bewusstsein nicht so da, dass man sich da kümmern muss. Und da ist es ja oft so, dass nicht mal so ein richtiger Serverraum vorhanden ist. Ich habe jetzt auf Facebook ein Bild gesehen, wo eine Toilette einfach umgebaut wurde zu einem Serverraum, wo dann noch die Kloschüssel drin war und alles. Gibt's alles. Also das hat ein Techniker gepostet und der hat gemeint, es ist nicht zum ersten Mal, dass er im Small Business sowas gesehen hat. Das mag alles technisch funktionieren, wenn es kühl ist, wenn die Temperaturen normal sind, aber wenn es dann so ausartet und dann kann man auch im Small Business Bereich, da spreche ich aus Erfahrung, habe ich auch schon praktiziert bei einem Kunden, für 400 € sich so ein billig Klimagerät aus dem Baumarkt kaufen und das dann da in einem Raum aufstellen. Alles besser als nichts. Oder fünf Billigventilatoren hinstellen, alle anschalten, volle Pulle. Dann ist der in Anführungsstrichen Serverraum, der vielleicht nur eine Abstellkammer ist, auch einigermaßen durchlüftet. Aber da halt auch darauf achten. Also da muss man wirklich mal ein bisschen gucken, was man dann da macht. Und in Rechenzentren hoffe ich mal, ist es überhaupt kein Thema. Hoffe ich einfach mal. Okay.
Wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, haben wir den ersten Part zum Thema Sommer. Das ist heute irgendwie, ich nenne es einfach mal ein Urlaubs- und Sommer-Special. Abgeschlossen, Thema Hitze und Technik. Falls ihr noch irgendwelche Tipps habt, schreibt es natürlich gerne in die Kommentare oder irgendwie schreibt uns eine Mail oder irgendwas, dann können wir das. Oder falls ihr auch Probleme habt, Hitzeprobleme, auf jeden Fall. Irgendwie die CPU wird zu heiß, was auch immer. Definitiv. Vor irgendeinem Laden rennt, schreibt uns erstmal drunter, vielleicht können wir euch auch helfen. Noch besser, schreibt uns ins Forum, weil da können wir dann noch ein bisschen besser korrespondieren. Da könnt ihr vielleicht auch ein Video oder ein Bild anhängen oder irgendwas, wenn ihr da eine Frage habt. Also einfach kursoforyou.com. Und da gibt es unsere Community und da seid ihr herzlich eingeladen, da auch zu posten und zu schreiben. Und da können wir uns dann auch gerne austauschen. Ist meiner Meinung nach besser als YouTube und da kann man ein bisschen besser mit euch in Kontakt treten und auch in Kontakt bleiben. Absolut. Gehen wir mal zu dem etwas angenehmeren Teil. Ich habe es jetzt schon geschafft, ich bin jetzt schon im Urlaub, habe natürlich meinen ganzen Technikkram dabei. Und da muss man natürlich sagen, klar, die Hitzesachen muss man natürlich auch beachten. Aber da geht es dann noch so ein bisschen um andere Geschichten, nämlich wieder um IT-Security im Urlaub. Man glaubt es kaum, selbst im Urlaub muss man sich auch noch um die IT-Security kümmern. Aber es ist aktueller denn je. Also ich sag mal so, ich hatte jetzt vor ein paar Tagen erst wieder einen Bericht gesehen. Ich glaube, das ist von Akte gewesen oder irgendwie irgendein öffentlich-rechtlicher Sender hat da eben einen Test gemacht. Wie leicht komme ich denn in ein Hotelzimmer rein? Was haben die gemacht? Social Engineering auf der untersten Stufe. Die sind einfach in ein Hotel gegangen und haben irgendeine Zimmernummer gesagt und haben den Schlüssel bekommen und sind dann in das Hotelzimmer reinmarschiert und konnten, natürlich war das vorher abgesprochen mit den Gästen, konnten dann die Wertsachen aus dem Hotelzimmer entwenden. Deswegen, Leute, passt da ein bisschen auf. Also da sieht man mal, und das ist, also da können vielleicht viele sagen, ja, das ist ja bei den Südländern nur. Ich würde darauf wetten, dass es in Deutschland auch funktioniert. Ich könnte mir vorstellen, dass in Deutschland an Rezeptionen in den Hotels die Leute wahrscheinlich nicht sich jedes Mal den Ausweis zeigen lassen oder sonst was. Und dann kommt ihr auch super schnell wieder in fremde Hotelzimmer rein und könnt da irgendwelche Wertgegenstände mitnehmen. Also da aufpassen. Dann könnte man vielleicht noch denken, ja gut, dann sperre ich das halt in Safe ab. Da haben sie auch gezeigt, Hotel Safe, Wertgegenstände drin, Geldbeutel, Pass und ich glaube auch noch ein bisschen Bargeld auch noch offen drin. Genau. Und was haben die einfach gemacht, die Social Engineering Angreifer? Die haben einfach gesagt, okay, wenn die Putzkolonne kommt, der das Zimmer öffnet, huscht man schnell rein. So, dann sagt man einfach, hey, okay, wir bleiben jetzt so lange da, bis du fertig geputzt hast, kein Thema. Und tut so, als wäre das sein eigenes Hotelzimmer. Putzkolonne geht raus, man ruft an der Rezeption mit dem Telefon im Hotelzimmer an und sagt, hey, ich komme nicht mehr an meinen Safe. Ich komme nicht mehr rein, ich habe mich ausgesperrt. So, 5 Minuten später steht der Hausmeister mit dem Generalschlüssel am Safe, macht den Safe auf und zack, die Angreifer in dem Fall oder die Gauner, die haben die Wertgegenstände. Also da ein bisschen aufpassen mit euren technischen Geräten, also nicht nur technische Geräte, auch mit eurem Bargeld und so weiter und so fort. Hotelzimmer und Wertsachen, das ist keine Garantie, dass das auch sicher bleibt. Es ist, ich weiß selber, es ist nervig, es ist schwierig, da immer drauf zu achten. Man hat auch keinen Bock, das Zeug immer zu mitzuschleifen. Das ist bei uns besonders nervig, wenn wir mit QSO4U irgendwo drehen, den ganzen Kamerakram alles mitzunehmen. Das ist eigentlich oftmals unrealisierbar, wirklich alles mitzunehmen. Aber eigentlich müsste man es wirklich machen. Und ja, so viel zum Thema Wertsachen. Dann kommt noch ein anderer Punkt, Thema kontaktloses Bezahlen. Wir hatten es ja in der letzten Folge, Mobile Payment und so weiter. Ja. Theoretisch kannst du ja, wenn viel Gedränge ist in Urlaubsorten und du hast deinen Geldbeutel mit deiner Karte in der Gesäßtasche irgendwo, relativ schnell mal so 20 Euro Beiträge, schnell abbuchen, massenhaft. Du gehst durch so eine Menge und du bist dann kontaktlos, überall schnell mal das Geld abzwacken. Es ist aktuell noch kein Thema. Wenn das wirklich ein Riesenthema wird, habt ihr das bei uns zuerst gehört, ist einfach so. Also ich vermute, dass das in Zukunft noch überhand nehmen wird. Aktuell ist es jetzt noch nicht so schlimm. Was kann man dagegen machen? Naja, man könnte klar die Karte irgendwie so verpacken, dass es nicht mehr möglich ist, kontaktlos von außen zu bezahlen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt mittlerweile Geldbörsen, Portemonnaies, die eben so beschichtet sind, dass dieses Signal von außen nicht durchkommt. Gibt aber auch einfache Karten, die man kaufen kann oder manchmal auf Messen auch geschenkt bekommt. Auf unseren IT-Security-Messen kriegst du es immer als Werbegeschenk, wo du deine Karte reinpackst, die auch diese
die speziell beschichtet ist und dadurch dieses Signal nicht durchkommt. Oder noch billigere Variante, Alufolie. Einfach die Karte in Alufolie einwickeln. Sieht zwar ein bisschen strange aus, wenn ihr dann irgendwo einkauft und erstmal die Karte aus Alufolie auswickelt, aber es ist ein effektiver Schutz, einfach solche Angriffe auf diese kontaktlose Bezahlungsart zu entgehen. Das ist einfach so. Man muss allerdings sagen, es ist jetzt nicht so wahnsinnig gefährlich, weil es können nur bis maximal 20 Euro Beträge abgebucht werden oder unter 20 Euro. Aber wenn es ein Angreifer in der Menschenmenge macht, in der Schlange oder so, ganz ehrlich, dann kommen schnell mal ein paar hundert Euro zusammen. Und das muss man einfach mal überlegen. Und ist man vielleicht im Urlaub und nicht aus dem Land, dann ist es auch schwierig, das Ganze wieder zurückzuverfolgen, wenn es dann irgendwie eine ausländische Dienstleister ist, der diese Daten abgegriffen hat und verarbeitet hat, das Geld wieder zurückzubekommen. Und wegen 20 Euro macht man bestimmt auch keinen riesen Aufriss. Aber es ärgert natürlich, klar. Gut, so viel zu dem Thema. Dann ist mir noch so in Sinn gekommen, Hotel-WLANs oder allgemein halt WLANs, freie WLANs, die man so benutzt. Das ist immer noch Thema oder es wird auch nie aufhören, außer es gibt dann überall flächendeckend unlimitierte LTE-Tarife oder so, die man bezahlen kann. Kein Magenta XL. da wird es benutzt. So. Das Ding ist aber, theoretisch kann jeder, der sich in einem Netz befindet, außer es gibt diverse Techniken, die das verhindern, das kann man aber vorher nicht wissen, kann die Zugangsdaten von Webseiten abfischen oder kann mich gezielt umleiten, dass ich irgendwelche Inhalte aufrufe, da meine persönlichen Daten eingebe. Kurzum, benutzt einfach ein VPN. Wenn ihr in einem fremden WLAN-Netzwerk seid, benutzt auf jeden Fall ein VPN und das gilt nicht nur fürs Notebook oder Tablet, sondern auch fürs Handy, weil viele nutzen ja im Urlaub dann gar kein Notebook oder Tablet, sondern die nehmen nur ihr Handy mit, aber da ist es natürlich genauso wichtig. Und da ist einfach ein Punkt, der ist so ein bisschen schwierig, den abzusichern. Nämlich der Zeitpunkt, wo ich mich in dieses Captive Portal, nennt sich das. Das ist dieses Portal, wenn ihr im Hotel seid oder in der Bahn, meldet euch am WLAN an, da müsst ihr ja die AGBs bestätigen und so weiter und so fort. Dieser Moment, in dem ich das VPN noch nicht starten kann, weil wenn ich das VPN starte, dann sehe ich dieses Captive Portal nicht mehr. Und dieser Moment ist kritisch. Da achtet mal drauf, welche Prozesse im Hintergrund laufen. Was sich da alles verbindet. Irgendwie Sync-Client auf euren Server, was weiß ich, was da alles im Hintergrund auf eurem Laptop oder so läuft. Da mal drauf achten, das beenden vorher, bevor ich mit einem fremden WLAN verbindet. Weil diese Dienste verbinden sich natürlich auch dann außerhalb des WLANs. Somit, wie ihr dieses Portal betreten habt und eine Verbindung zum WLAN aufbaut, werden ja Anfragen geschickt gegen euren Server und diese Anfragen können schon abgefangen werden und mitgelesen werden. Deswegen, das lässt sich schwierig verhindern, das weiß ich, aber das ist aus meiner Sicht, ist es ein Angriffspunkt und wo man wirklich noch angreifen kann. Selbst wenn man ein VPN verwendet, dann danach könnte man damit eventuell was anfangen. Natürlich kann man sagen, heutzutage gibt es kaum noch Dienste, die unverschlüsselt Daten verschicken, aber es gibt sie noch. Es gibt sie tatsächlich noch, irgendwelche Websites, und es kann natürlich auch sein, dass der Angreifer euch ein falsches SSL-Zertifikat unterjubeln möchte und es gibt auch Dienste, die das gar nicht abprüfen. So, und dann wird da einfach ein SSL-Zertifikat untergeschoben, das gar nicht von dem Dienstebetreiber kommt und der Angreifer kann trotzdem den Traffic mitschneiden. Also deswegen VPN, erste Wahl, da braucht man gar nicht drüber zu diskutieren, außer ihr findet noch andere Möglichkeiten, aber VPN ist wirklich das Mittel der Wahl und das sollte man auf jeden Fall machen, wenn man sich in fremden Netzen bewegt. Da vielleicht mal, das ist jetzt überhaupt keine Werbung, wir haben mal ein Video über F-Secure Freedom gemacht, guckt euch das mal an, eventuell ist es für euch ein Produkt. Ich finde das Produkt wirklich klasse, da mache ich keinen Hehl draus, ich kriege kein Geld dafür und nichts, aber ich habe das Produkt selber mal entdeckt und ich war wirklich zufrieden. Mittlerweile betreibe ich meine eigenen VPN-Server, aber wenn jemand sagt, hey, ich will einfach nur, dass es geht und das Ding ist bezahlbar, das kann man auf dem Handy installieren, auf dem Notebook, auf dem Tablet und ich glaube, ihr beide habt das ja auch schon benutzt, oder? Ich weiß nicht. Ja. Und das lässt sich wirklich einfach bedienen.
oder. Es funktioniert einfach. Genau. Wie du es gesagt hast, das ist das Wichtigste und dass man eben sicher ist. Richtig. Und kann ich auch dir nur voll beipflichten. Genau, und da gibt es natürlich auch andere Anbieter, aber das ist jetzt was, was mir aufgefallen ist, was wirklich super funktioniert. Und ich habe auch in einem Testbericht gelesen, die haben mal so VPN-Dienstleister getestet und da war Freedom ziemlich weit vorne, weil selbst Anbieter, die sich Privacy und Datenschutz auf die Fahne schreiben, jede Menge Scheiße mittracken, muss man wirklich sagen, alles mittracken, auswerten. Es gibt sogar welche, die dann noch ihre eigene Werbung schalten in dem VPN. Das heißt, die gucken sich die Seiten an und blenden die Werbung dort aus und schalten ihre eigene Werbung auf den Seiten. Und das ist wirklich was, wo ich sagen muss, okay. Oder es gibt auch VPN-Anbieter, die mittlerweile zur NSA gehören, die als Referenz mittlerweile die NSA drin haben. Da würde ich mir auch Gedanken machen. Und wie gesagt, da war eben Freedom ziemlich weit vorne. Und wie gesagt, das Ganze kommt von F-Secure, einem finnischen Antivirus-Hersteller. Wer dazu noch ein bisschen was erfahren möchte, wer F-Secure ist, guckt mal auf unseren Channel. Wir haben ein Interview letztes Jahr auf der ITSA gemacht mit dem Rüdiger Drost von F-Secure. Der erklärt dann auch mal so ein bisschen, was so ja, der Gedanke hinter der Firma F-Secure ist und wie die so arbeiten und ja, wie die auch mit dem Thema Datenschutz umgehen. Und deswegen finde ich das ganz interessant. Vielleicht noch für Firmen der Hinweis, dann haben wir die Werbekette endgültig durch. Für Firmen noch der Hinweis, wenn ihr ein Unternehmen habt und sucht eine Lösung für eure Road Warriors oder für eure Außendienstmitarbeiter, wie auch immer, könnt ihr auch von uns machen lassen, von unserem Unternehmen, von QSO for You Services. Da schreibt uns einfach eine Mail. Wir machen auch Dienstleistungen für Unternehmen. Und da gibt es die Lösung natürlich, wir können für euch einen richtigen VPN-Server installieren, wo eure ganzen Mitarbeiter dann unterwegs über VPN darauf zugreifen. Das machen wir aber, muss ich dazu sagen, nur für Unternehmen, für Businesskunden. Privatkunden können bei uns so einen Dienst nicht buchen, aber ihr könnt dann sozusagen VPN as a Service bei uns mieten. Das heißt, wir richten euch das Ding ein, installieren das und ihr könnt das dann für eure Mitarbeiter benutzen mit bestimmten Bandbreiten, mit wie ihr das möchtet, Anbindung an Active Directory, ihr könnt es auch on-premise haben, wenn ihr wollt, ihr könnt es aber, unser Hauptprodukt ist halt das Ganze in der Cloud zu betreiben, falls ihr da Interesse habt oder seid Sys-Admin, dann kontaktiert uns einfach, dann machen wir da ein Angebot. Hashtag Werbung, muss einfach sein, irgendwie finanziert sich halt unser Channel und das ist eben durch unsere IT-Dienstleistung, die wir halt auch erbringen. Genau, das war das Thema VPN. Und dann ist mir noch sowas aufgefallen, eben Daten auf Geräten allgemein. Ihr lasst trotzdem im Urlaub öfters mal die Geräte allein oder gebt die in andere Hände, sei es jetzt bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen. Und Leute, da verschlüsselt mal eure Geräte fein. Macht überall eine Verschlüsselung drauf, eine Datenträgerverschlüsselung, das ist mittlerweile nicht mehr so schwer. Und schützt einfach die Daten auf dem Gerät vor fremdem Zugriff. Die Geräte können auch mal verloren gehen. Man hofft es nie, dass es passiert. Aber man möchte nicht, dass eben die Daten in fremde Hände kommen. Und wir haben dann gleich unsere Security-Fails. Und da wird man dann auch gleich wieder hören, dass es einige scheinbar immer noch nicht gecheckt haben, dass das Datenverschlüsselung das A und O ist. Wenn ich Daten irgendwo hinlege, wo ich nicht unmittelbar immer Zugriff drauf habe oder es nicht selbst in der Hand habe, die physische Sicherheit zu gewährleisten, dann verschlüssel ich die Daten einfach. Und das ist bei Notebooks eben so ein Thema. Und was ich auch krass finde, dass du teilweise am Flughafen, die Amis sind da auch krass, musst du deine Passwörter für deine Social Media Accounts denen geben. Die wollen das wissen. Also das finde ich auch heftig. Das ist echt heftig. Da kann ich nur empfehlen, einfach mal einen Fake-Account, wenn man weiß, man fliegt in einem halben Jahr in die Staaten, einfach mal einen Fake-Account anzulegen und den ein bisschen mit irgendwelchen Daten zu füttern und denen dann einfach die Zugangsdaten zu geben. Das ist so ein No-Go, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, klar, man kann natürlich sagen, Social Media, Facebook ist eh ein Ami-Unternehmen und so, die würden da sowieso rankommen, aber man weiß ja nicht, und das muss ich wirklich sagen, das ist halt für mich so ein Argument, warum ich sage, das will ich dann doch nicht haben, was dieser Mitarbeiter da, ich meine, der mag vielleicht ultra seriös sein und vertrauenswürdig im Flughafen, aber was der dann damit machen kann. Und wo sichert der das? Genau. Also ich meine, das merkt er sich ja nicht im Kopf. Wie verarbeitet er das weiter, ne? Das Passwort? Eben. Und das ist einfach ein Thema, da sollte man wirklich ein Auge drauf halten, oder vielleicht besser sogar zwei, wo da meine Passwörter hingehen und meine Daten, ob das jetzt USB-Sticks sind oder Tablets oder eben auch das Handy, verschlüsselt das einfach und dann seid ihr da schon mal safe.
Das sind so die Sachen, natürlich auch physikalisch drauf aufpassen. Handy am Strand oder noch besser vielleicht Notebook am Strand, auch keine so gute Idee wegen Sand und so. Da ein bisschen aufpassen. Das kann auch unschön werden, wenn der Lüfter dann mit Sandkörnern Sand im arbeiten muss. Getriebe. Ja, genau, Sand im Getriebe hat. Das könnte ganz lustig werden, deswegen da ein bisschen aufpassen. Ansonsten habt ihr noch irgendwelche Urlaubstipps, irgendwie für unsere Zuhörer oder Zuschauer? Ah, wo du sagst, vorhin mit kontaktlos, das gilt übrigens auch mit den kontaktlosen, also den Karten, Zimmerkarten, diesen digitalen, die kann man auch ganz schnell mal auslesen und Oh dann kommt ja. man auch damit ins Hotel. Hat nämlich auch noch in dem Bericht gezeigt. Deswegen am besten nicht auch irgendwie Gesäßtasche oder in die Hemdtasche tun, sondern verdeckt tragen, irgendwie im Portemonnaie, am besten auch in so einer Hülle drin, weil man meint, er wäre damit sicher, ist leider auch weit gefehlt. Eben, das ist halt auch wieder so ein Grund, wo ich sage, okay, Hotelzimmer ist halt nicht sicher. Deswegen, Leute, guckt, dass ihr eure Wertsachen irgendwie anders sichert. Aber Hotelzimmer, wenn es mit so einer RFID-Karte gesichert ist, die kann man sehr leicht kopieren. Das ist vielleicht auch mal ein Wink mit einem Zaunpfahl in Richtung Unternehmen, weil ja viele große Unternehmen denken, okay, wenn ich eine Zutrittslösung habe über solche RFID-Karten, dann ist alles super. Jein, also man muss dann auch mal gucken, ob diese Karte nicht so leicht kopierbar ist. Es gibt natürlich Lösungen, aber wenn das System jetzt uralt ist, dann kann es relativ schnell auch kopiert werden. Und da sollte man natürlich dann auch darauf achten, dass eben keine unbefugten Leute ins Unternehmen kommen. Das gilt übrigens auch, wo wir gerade dabei sind, für Schwimmbäder. Nämlich selber von einem Kollegen, der hat das ausprobiert in mehreren Bädern hier im Münchner Umkreis. Der konnte die Karten komplett, die waren nicht verschlüsselt, auslesen. Der konnte sogar das, was man damit bezahlt hat, löschen oder dazuschreiben und andere Spinde damit öffnen. Also, Ja. das gilt dementsprechend, also Hotel, Zimmer, Schwimmbäder, überall, wo diese Karten sind. Das ist echt gefährlich. Ja, und es wird ja auch immer mehr. Ich meine, klar, es ist bequem, Ja. verstehe ich auch irgendwo. Man kann auch, sag ich mal, recht zentral den Zutritt managen über diese Karten. Vor allem, wenn was verloren geht, ist es auch nicht das große Problem. Was man kann Schlüsselsystem tauschen, Genau. kann Schlosssystem tauschen oder so, aber Ja. bringt alles seine Vor- und Nachteile mit Auf sich. jeden Fall. Ich würde sagen, wir disponieren heute mal ein bisschen um. Wir machen jetzt erstmal unsere weiteren Themen, bevor wir zu den IT-Security-Fails kommen. Erstmal meine Stimme muss ich wieder regenerieren. Und zum anderen, die Security-Fails, die sind heute ziemlich lang. Also das könnte heute eine ziemlich lange Geschichte noch werden. Deswegen würde ich vorschlagen, David, du hast noch so ein paar andere Themen. Ja, klar. Thema YouTube und ich trinke hier nochmal was, weil so Ja, mach langsam das, echt trink erstmal kritisch. was. Genau, so viel geredet. Ja, YouTube, haben wir letztes Mal ja schon mal wieder ein paar Kleinigkeiten gehabt. Heute drei kleine Themen dazu. Zum einen ist einem Entwickler, ein technischer Programmmanager bei der Mozilla Corporation, dem Chris Peterson, aufgefallen, dass YouTube irgendwie viel langsamer lädt in Firefox und in Microsoft's Edge. Und dann hat er sich da mal hingesetzt und rausgefunden, dass das wohl an der JavaScript Library liegt, die verwendet wird, und dass da wohl Google mal wieder ein bisschen, naja, am Rumschrauben ist, um natürlich YouTube bei seinem eigenen Browser Ein quasi Schelm, wer schneller laden zu Böses dabei lassen. denkt. Naja, rein zufällig Natürlich, natürlich. zufälligerweise. Und das Problem ist eben auch, dass YouTube da immer noch diese JavaScript Library Polymer, ich glaube Polymer heißt es genau, Polymer 1.0 aus dem Jahr 2015 verwendet, obwohl es eigentlich schon höhere, bessere Versionen gibt, die auch von den anderen Browsern unterstützt werden. Dementsprechend, naja, wie gesagt, ein Schelm, wer Böses denkt. Es gibt aber einen Workaround, und kann man mit der Erweiterung TemperMonkey mit einem User Script das Ganze lösen. Das können wir euch dann unten drin mal verlinken, denke ich mal. Und ja, dann könnt ihr vielleicht auch YouTube 5 Sekunden schneller laden, wen es pressiert. Oder. Ja, wobei ich muss ja wirklich sagen, es ist trotzdem wirklich langsamer. Also man merkt es schon, wenn man mal Ja, das vergleicht. stimmt. Also ich habe auch schon ein paar Mal gedacht, sag mal, YouTube, irgendwie ist es nicht so performant, Ja, wie es eigentlich sein ich sollte. merke es auch zum Beispiel mit 4K-Content, dass der einfach im Firefox und Edge nicht richtig rumläuft. Also wenn ich 4K-Content schauen will, muss ich leider auf den Chrome umsteigen. Wer möchte denn schon 4K-Content sehen? Also, total Ja, absurd. total abwegig. Naja. Ja, das ist ja. Naja, aber das ist halt wieder irgendwie so ein fader Beigeschmack bei dieser ganzen Nummer irgendwie, ne? Es gehört denen und dann läuft es halt da auch besser, ne? Richtig, die haben halt die Macht sozusagen. Es erinnert mich ein bisschen an einen anderen großen Hersteller mit so einem Komisch. Fruchtlogo. Ein paar Sachen. Ja. Ganz komisch. Ja, genau. Das zweite Thema, was wir haben,
auch wieder YouTube, und zwar fördert oder möchte YouTube journalistische Inhalte fördern. Es geht darum, dass eben auch auf YouTube, wie auch auf vielen anderen Plattformen, natürlich viele Fake News, viele sehr dubiose Videos unterwegs sind. Da gibt es ja zu diversen Themen, sei es zum Klimawandel, zu 9/11, zur Mondlandung, irgendwelche Verschwörungstheorien, dass Barack Obama nicht aus den USA kommt und so. Und da möchte YouTube ein bisschen gegensteuern und deswegen möchten sie in Zukunft einfach Quellen wie zum Beispiel Wikipedia direkt unter dem Video mit einbinden, dass man quasi schneller Informationen von Drittanbietern angezeigt bekommt und somit kleine Zusatzinformationen, zum Beispiel bekannte historische Fakten oder wissenschaftliche Themen einfach zu dem Video bekommt, die dazu passen. Zudem möchte YouTube Breaking News, also eben diese ganzen top aktuellen Themen, die reingekommen sind, Top News eben, mehr hervorheben und diese Live-Ereignisse höher platzieren, dass sie besser gesehen werden. Und zudem möchten sie auch Lokalnachrichten fördern, weil gerade in den USA ist es ja ein ziemlich großer Trend, dass die Lokalreporter sehr häufig als erstes vor Ort sind. Ja. Und dementsprechend möchte man die Lokalnachrichten natürlich auch, weil es auch wohl eingefordert wird, gerade von den Nutzern in den USA, so ich das verstanden habe, möchte man auch, dass die natürlich hervorgehoben werden, dass die noch höher platziert werden, am besten auf der Startseite und der Top News. Und das Ganze möchte man fördern. Wahrscheinlich auch geo-getrackt oder irgendwie so, würde ich Google auch mal zutrauen. Ja. Ich meine, die haben ja so viele Daten, die wissen ganz genau, wo du wohnst. Ja, wenn du mit dem Account natürlich eingeloggt bist, dann haben sie wahrscheinlich sogar deine komplette Adresse, je nachdem, wie eben, du Google nutzt. Ich meine, Standort-Tracking, dass man keine Standortverlauf bei Google einsehen, das kennt ja jeder. Ich meine, Mobilfunkzellenortung, GPS, das wissen wir ja inzwischen schon alles. Richtig, also da ist und, ja einiges möglich. Ja. Ist jetzt aus meiner Sicht erstmal nicht so schlecht für denjenigen, der das wirklich braucht. Klar, wenn für Datenschützer ist das natürlich wieder so ein Ding, wo man sagt, oh, wo. Aber da macht Google ganz ehrlich gesagt andere Dinge, die da wesentlich kritischer sind als diese Funktion, die ja durchaus das sinnvoll stimmt, ist. Ja. Das stimmt. In dem Rahmen, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, wahrscheinlich auch, ist Google Always Listening. Das könnten wir eigentlich auch mal ausprobieren, wo wir gerade schon hier im Tech-Talk-Rahmen sind. Ich weiß nicht, kennt ihr das ganze Experiment? Wo ja getestet wird, ob irgendwie, wo er, ich glaube, 5 Minuten über ein bestimmtes Thema redet und dann schaut, ob er dann die Werbung dafür bekommt. Ja, genau. Das könnten wir eigentlich auch mal ausprobieren, so im Rahmen des Tech-Talks, denke ich mal, so ein Sondertest oder so. Ja, ich habe ja Alexa hier auch schon ausgeschaltet. Ja, genau. Die ja auch so zuhört bei uns. Bei so einem Tech-Talk immer. Genau, und auf jeden Fall, um diesen besseren Journalismus, diesen Community-Journalismus zu fördern, hat Google jetzt auch 25 Millionen US-Dollar in die Hand genommen. Ich meine, das ist für die wahrscheinlich eher Portokasse, aber ist schon eine große Zahl irgendwie. Und möchten da eben in dieses Nachrichten-Ökosystem noch mehr reinbringen. Man kann das auch wieder von der anderen Seite noch kritisch sehen, dass eben Google wieder jetzt die Kontrolle über die Medien hat, natürlich, klar. Aber das hat eine Suchmaschine, glaube ich, immer, ob das jetzt Google ist oder ein Bing ist oder irgendeine andere Suchmaschine oder Yahoo noch, die haben ja alle irgendwie die Finger mit im Spiel und haben natürlich eine Marktmacht, aber das hat jedes Medium, ob das jetzt Spiegel Online ist oder Bild.de oder die ARD, ZDF, also die Öffis, die haben alle eine gewisse Macht, selbst ein YouTuber, ein Influencer, wie man so schön sagt, hat eine gewisse Macht. Und deswegen, klar, man darf natürlich nicht alles total unkritisch und ungefiltert glauben und machen und tun. Aber in dem Fall denke ich mal, es ist ein konsequenter Schritt und es war erwartbar. Und mal gucken, wie die anderen Medien drauf reagieren. Das ist einfach, wird interessant. Aber in Deutschland ist es jetzt noch, wie soll ich sagen, wir sind noch auf einem anderen Level von Journalismus, darf man auch nicht vergessen. Klar, es gibt überall guten Journalismus, irgendwo in Ländern versteckt vielleicht, aber in Deutschland ist die Qualität von der News trotzdem noch einigermaßen vorhanden, während in den USA teilweise Nachrichtensender Sachen rausballern, wo du dir denkst, okay, klar, unsere Nachrichtensender, die sind auf einem guten Weg dahin, die Amis genauso, sich wie die Amis zu verhalten, aber da wird oft so viel rausgeballert, ohne wirkliche Fakten in der Hand zu haben, einfach der News wegen, und das finde ich halt einfach krass. Ja. Dieses First Come, First Serve, ich bin der Erste, ich hau am meisten raus, die geilste Publicity und ich hab's als Erster gesagt, ob stimmt, scheißegal. Genau. So. Und es wird danach aber auch nicht wirklich wieder nicht zurückgerudert, sondern
Ja, da hat man halt einen Fehler gemacht, ne? Die Das ist. Gegendarstellung ist, glaube ich, bei den Amis noch Ja. ganz was anders wie in Deutschland. Da, Ja. in Deutschland, sage ich mal, da ist trotzdem noch so ein gewisser Respekt davor da, sowas ständig zu korrigieren oder so, zurückzuholen. Während bei den Amis ist das einfach, naja, das war halt dann so. Ne? Ist halt zwar über den Sender gegangen, aber scheiß drauf. Oder ich warte noch drauf, bis in Deutschland irgendwann zum ersten Mal mit einem Helikopter von irgendwas berichtet wird. Da warte ich noch drauf. Irgendwann wird es kommen, wie bei den Amis, dass dann irgendeine Verfolgungsjagd live mit einem Helikopter im Fernsehen übertragen wird. Das wird in Deutschland wahrscheinlich irgendwann auch kommen, weil die ganzen, technisch wäre das ja jetzt schon möglich, Mit Drohnen. mit Drohnen werden dann irgendwelche Verfolgungsjagden oder keine Ahnung, irgendwo brennt ein Hochhaus oder irgendwas und dann steht da irgend so ein MTV nenne ich es jetzt einfach mal. Ihr wisst genau, welchen Sender ich meine. Oder ja, M24 steht dann da dort und überträgt es live. Also da warte ich noch drauf auf Periscope Ja. oder Instagram oder Facebook Ja. Livestream oder irgendwie sowas. Oder eben auch auf der eigenen Plattform. Ja, aber ich denke, das liegt, das ist, ich glaube, das ist nicht nur, also das ist ja auch den Nutzern geschuldet, so, das wollte ich sagen. Das ist ja Richtig. dieses, viele wollen ja auch diesen, ja, diesen, wie nennt man das, so Ja, Klatsch-Journalismus, dieses, man ja, keine ertappt Ahnung, sich Tante ja, Erna hat irgendwie eine grüne Socke heute links man an. ertappt sich ja trotzdem selbst dabei, wenn Ja. ich jetzt dran denke, zum Beispiel gerade diese Terroranschläge, also diese Geschichten. Natürlich habe ich auch, wo war das? In Münster war das letzte Mal, ne? Natürlich bin ich auch dabei, wenn ich sowas irgendwo lese oder eine Push-Notification aufs Handy bekomme, was mache ich? Ich schalte die Nachrichtensender ein, weil da weiß ich, da wird es als erstes behandelt. Irgendwie ist es, ich weiß ja, wenn ich rational nachdenke, die Push-Notification, die ist gerade jetzt gekommen, dann weiß ich eigentlich, wenn ich rational denken würde, ey, du brauchst gar nicht einzuschalten, weil die haben eh noch nichts. Die haben das, was du gerade gelesen hast, und das wird jetzt 5 Stunden lang wiederholt, bis sie mal Informationen haben. Aber irgendwie macht man es ja trotzdem. Das ist einfach irgendwie menschlich. Da, also, ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, aber ich glaube, euch geht es da genauso, dass ihr sofort getriggert werdet, wenn ihr so eine Notification bekommt. Und wenn ich zu Hause bin, krieg so eine Notification und habe Zugang zu Fernsehen oder auch nur zu Internet. Fernsehen habe ich ja klassisch gar nicht mehr bei mir zu Hause. Dann mache ich natürlich N24 auch. Jetzt habe ich es trotzdem gesagt, oder NTV, ist ja wurscht. Und guck dann rein, ob da irgendwas kommt, weil ich weiß, die sind die Ersten, die drüber berichten. Ob das jetzt gut ist, sei mal wirklich dahingestellt. Aber das macht irgendwie jeder. Das ist einfach so. Gut. Ja, genau. Und damit hätten wir das zweite YouTube-Thema auch Aber du hast doch, glaube ich, noch ein abgefrühstückt. drittes Genau, und ich YouTube-Thema. habe noch ein drittes. Das ist sogar mal was Erfreuliches. Also für manche irgendwie nicht. Und zwar, vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen, mir ist es auch letztens durch Zufall aufgefallen, dass der YouTube-Player nun die Seitenverhältnisse von den Videos quasi anpasst. Dementsprechend werden zum Beispiel Filme, die in Hochkant mit dem Smartphone gefilmt worden sind, Oh Schande Gott. über euch, über alle, die das Ja, machen, wer macht denn sowas nee, bitte? wirklich, also grausam, wird nun nicht mehr mit schwarzen Balken im Prinzip beschnitten und auch 4 zu 3 Videos haben links und rechts keine Rahmen mehr. Ich meine, 16 zu 9 ist ja eigentlich so der vorherrschende Standard. Dementsprechend war natürlich der Player dafür optimiert. Bei 4 zu 3 waren links und rechts dann schwarze Balken, bei Hochkant-Videos sowieso. Und das Ganze wird jetzt angepasst. Der Player hat jetzt die Fenster, hat genau die Größe von dem Video, keine schwarzen Balken mehr. Man Und beugt ja, es sich gibt der halt die. Dummheit der User Ja. sozusagen. Genau. Ja, Es ist sehr gut wirklich so. gesagt. Also ich habe das letztens auf dem Handy gehabt. Ich habe ein Video aufgemacht und das war halt auch Hochkant gefilmt und ich hatte es querkant. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ist eh interessant. Dreh das Handy zurück und denke mir so, hä? Wieso ist das Video jetzt auf Vollbild? Im Ja. Hochkantformat. Also ich meine, ich finde das ja eh ein ganz, ganz schlimmer Trend. Ja, ich weiß nicht, könnt ihr auch mal Kommentare schreiben. Filmt ihr gern Hochkant oder filmt ihr 1 zu 1 oder 4 zu 3 oder 3 zu 2? Ja. Aber ich bin der Meinung, 16 zu 9 und das ist auch gut so, weil dieses ganze Mir Hochkant fällt auch ist. kein plausibler Grund ein, außer er liefert mir jetzt irgendwas. Warum Naja, er? Achtung, jetzt kommt der Georg um die Ecke. also mir Achtung. fällt schon was ein. Überzeug mich Also jetzt mal. jetzt gerade im Zeitalter von Instagram und WhatsApp Stories. Ja, aber das ist ja Mal auch nur, WhatsApp weil Story. die Softwarehersteller das so gemacht haben, Georg. Eine Instagram-Story, wenn Instagram das möchte oder WhatsApp, dann würde die auch in 16 zu 9 funktionieren, oder? Sagen wir mal so, 16 zu 9 funktioniert ja jetzt auch, aber da müsstest du das Handy kippen. Ja, Und aber das so ist hast doch. du halt dann,
Es sieht halt besser aus, wenn du es in WhatsApp und Instagram. Und dann denkt man sich, jetzt habe ich das schon aufgenommen. Also ach, lade es noch auf YouTube hoch. Ach Georg, sieht das denn wirklich besser aus? Ich weiß es nicht. Also da kann man auf WhatsApp, wenn du WhatsApp oder Instagram Stories oder Snapchat meinetwegen, Snapchat. Da ist hochkant, ist halt die Wahl. Das sind so Dinger, die benutze ich gar. Also Instagram ja, aber irgendwie Snapchat oder so. Folgt uns auf Instagram. Jetzt bloß als Beispiel, um euch ein bisschen zu zeigen, warum und weshalb. Ja, also ich meine, was ich jetzt ein Argument verstehen könnte, wenn ich jetzt sagen würde, ja, dann bekommt man Personen besser drauf. Aber dann denke ich mir, dann hast du aber keine Ahnung, wie man filmt, oder weil da gibt es verschiedene Perspektiven, die man anwendet, weil wir sind hier nicht mehr wie früher, wo man Western-Style vom Holster bis oben hin filmen muss. Ja. Hallo! Western-Style, da muss ich gerade dran denken, du stehst da noch vor so einer Kiste, wo du so ein Tuch über den Kopf ziehst. So ein Bild auslöst. Nein, also ich persönlich sehe da drin jetzt. Ich sehe auch keinen Sinn. Ich sag mal so, mit 4:3, es hat mich nicht gestört mit den weiß-schwarzen Rändern, aber diese Hochkant-Filmerei geht mir persönlich ziemlich auf die Nüsse. da gibt es auch dieses schöne Lied, Turn Your Phone 90 Degrees oder so. Ja. Kann ich jedem mal empfehlen. Das schicke ich allen Leuten, die mir Hochkant-Videos schicken. Es geht übrigens, das ist mir gerade noch eingefallen, bei Instagram, Georg, kannst du ja übrigens auch 16:9 Content in deine Story packen. Stimmt, und zoomst den dann rein. Das habe ich auch erst entdeckt, wo ich massenhaft Content vom Festival gepostet habe, weil ich... Die Bühne ist ja auch in 16:9, logischerweise. Und, 19:16. Und Aufzug. Die Bühne ist ja auch in 16:9, also ein Rechteck sozusagen. Und das habe ich dann auch erst gecheckt. Okay, man kann das ja reinzoomen und kann das dann, klar, dann habe ich natürlich oben und unten den Rand auf dem Smartphone. Klar, das muss man sagen, aber wenn ich jetzt die Instagram-Story auf dem PC öffne, dann dankt mir jeder, weil ich musste, wie ich das dann hochkant hatte, musste ich reinzoomen und Handykamera und so ein reinzoomen, digitaler Zoom, brauchen wir nicht drüber reden, ist halt scheiße, aber klar, also wie gesagt, Instagram-Story, das ist ja jetzt kein High-Class-Content normalerweise, aber trotzdem fand ich das halt dann schöner, da raus zu zoomen und dann hast du trotzdem ein 16:9 Bild, hast zwar oben und unten die Ränder, aber du kannst ordentlich dann auch den Konzertausschnitt gucken. Nur so mal als, ich verstehe schon, klar, diese Plattform, ich verstehe auch Instagram nicht, warum die von Anfang, also früher war es ja noch schlimmer, jetzt sind sie ja toleranter geworden, aber früher hatten sie ja nur diese quadratischen Bildformate. Mit 1:1. Ja, genau. Mhm. Und das fand ich auch irgendwie komisch, warum die das gemacht haben. Oder was ich nach wie vor komisch finde, dass Instagram die Qualität so dermaßen nach unten skaliert. Deswegen finde ich es auch lächerlich, wenn irgendwelche Fotografen ihre Bilder auf Instagram posten, weil du kannst sie ja nicht ordentlich vergrößern und ordentlich angucken. Meine persönliche Meinung dazu. Aber gut. Naja, jetzt musst du es auch wieder so sehen auf Instagram. Wie genau schaust du dir ein Bild an? Das ist doch meistens groß. Du hast an, da, was auf du, dem du, Bild du scrollst dich einfach bloß durch. Ja, red weiter, ja. Ja, ist doch so. Man scrollt sich einfach bloß durch. Man schaut sich doch kein Bild auf Instagram wirklich genau an. Das ist ja vielleicht ein einziges, wo du sagst, oh, das sieht toll aus. Und dann scrollst du wieder weiter. Ja, natürlich. Ja, klar. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt wirklich... aber es ist halt mittlerweile, das klingt jetzt so komisch, aber es ist halt die Zeit aktuell. Es ist Instagram, ist halt gerade in... Man hört jetzt mittlerweile von irgendwelchen hippen Leuten aus Berlin, dass Instagram jetzt schon wieder auf dem absteigenden Ast ist und jetzt gibt es schon wieder andere Plattformen. Aber ich meine, mir ist es egal, ich mache dieses Instagram-Game, mache ich mit, einfach weil ich es halt mitmache und keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich hinterfrage das manchmal zum Glück noch und sage, hey, macht das überhaupt Sinn? Wenn ich jetzt Fotograf bin, dann würde ich eher auf meiner Website mein Portfolio präsentieren oder vielleicht auf Foto-Community-Seiten, Flickr und so weiter, weil ich da eben eine Riesenqualität abliefern kann, die Sachen ordentlich hochladen kann, vielleicht sogar ein RAW anbieten kann. Aber gut, klar, für den ersten Eindruck ist Instagram wahrscheinlich trotzdem nicht schlecht und für den ersten Kontakt, sag ich mal, vielleicht mit einem potenziellen Kunden vielleicht auch nicht. Oder für den potenziellen ersten Ego-Boost. Ja, genau. Um einfach mal so ein paar Beiklatscher zu haben dann. Gut. Naja, auf jeden Fall wieder zurückzukommen. Wie gesagt, die Videos gehen jetzt in Hochkant, Querkant und Diagonal. Fassen wir es mal zusammen, Leute. Macht einfach keine Hochkant-Videos und stellt die auf YouTube. Wenn ihr es jetzt trotzdem macht, dann hilft euch YouTube dann auch weiter.
Ja, aber ich persönlich, also wie gesagt, wir schreiben auch viele, vorher war es besser, viele mögen es nicht. Ich persönlich finde es auch Quatsch, weil ich diese Art von Content nicht unterstütze, aber das ist Ich kenne just auch my two keinen cents. YouTuber. Vielleicht könnte man einen YouTuber einfach aus Prinzip hochkant filmen. Das wäre mal interessant. Einfach mal einen YouTuber, der nur, weißt du, so Fuck the System oder so, einfach aus Prinzip jedes Video hochkant aufnimmt, einfach um anders zu sein als die anderen. Ist vielleicht eine YouTube-Idee, falls ihr vorhabt, auf YouTube durchzustarten mit einem neuen Kanal, neuen Konzept. Macht einfach generell Hochkant-Videos. Und jetzt sag nicht, Georg, sowas gibt's schon. Nee, aber ich wollte nur sagen, wenn ihr damit erfolgreich seid, gebt uns ein bisschen Geld ab. Genau, dann sagt bitte, ihr habt das von uns. Das gleiche gilt auch mit der anderen Scam-Attacke, die ich vorhin beschrieben habe. Das habt ihr von uns. Und fertig aus. Genau. Genauso wie Skyline TV Ja. der erste war, der live von den Straßen Deutschlands gefilmt hat und auf YouTube und auf Twitch in Full HD gestreamt hat. Wollte ich nur mal so anmerken. Live. Live und in Full Wunderbar. HD. Ich würde sagen, das war zumindest die drei YouTube-Themen. Genau, dann haben wir ja noch ein paar andere Themen, oder Georg? Dann haben wir die erstmal durchgefrühstückt. Genau, da haben wir noch das neue Insider-Preview-Update mit Verbesserungen am Registry-Editor, was eigentlich bloß verbessert hat, dass wenn man jetzt im Registry-Editor irgendwelche Pfade eingibt, dass man dann quasi so eine Im Autocomplete-Liste Webbrowser. bekommt. Genau. Wo halt das mit den Pfaden raussuchen ein bisschen angenehmer Aber ist. ich sage mal so, es war ja wirklich notwendig. Auch das letzte Update fand ich ja schon wichtig, dass man jetzt endlich mal die Möglichkeit hat, einen Pfad einzugeben oder zu kopieren. Das ist ja was, wo ich mir denke, Leute, Microsoft, warum habt ihr das nicht schon vor 10 Jahren oder so gemacht? Ne? Ich meine, die Registry, die gibt es schon so lang. Und wie viele Admins haben sich wirklich grün und blau geärgert unter Windows 7, Windows XP und so weiter und so fort, wenn sie irgendwelche Registry-Einträge weitergeben wollten oder so. Jetzt hast du den Pfad, den du vielleicht auf einer Website gefunden hast. Zum Beispiel, wenn wir einen Artikel machen und da geht es um einen Registry-Eintrag, ich tue das einfach auf unserer Seite im Artikel veröffentlichen, ihr kopiert das, fügt es ein, zack, ihr seid dort am richtigen Eintrag und fertig. Perfekt, oder? Naja. Wunderbar. Autocomplete. So hätte es schon immer Eben, sein können, aber sowas hätte schon immer drin sein können, hey. aber Microsoft, hey, man kümmert sich lieber um andere Sachen, sowas wie Thema Ja. Windows Vista oder so. Das war natürlich damals echt wichtiger, als sowas Ja, einzubauen. absolut. Weil man möchte ja, dass der Consumer-User immer irgendwie was fürs Auge hat. Das ist ja nur für den Admin und der Admin, der ist Microsoft ja scheißegal. Oh, jetzt habe ich was gesagt. Oh. Genau. Jetzt kommt gleich die Kabelpeitsche. Jetzt kommt der Nadella gleich persönlich vorbei hier mit der Patchkabelpeitsche. Der Joe Palmer, der hat gerade erstmal Herzsäger, Gibt hat es auch denn keine Luft überhaupt mehr noch bei bekommen. Microsoft? Ist es nicht nur Nee, aber ja, eben. da gibt es halt dieses geile Video, wo er so ausdrückt und ja, da fast erstickt. der Typ, der ist echt. Naja, gut, würde ich sagen, springen wir zum nächsten Thema, oder? Georg hat sich da noch was Genau. gepickt, Kleinigkeit. Genau. Wieder Thema Microsoft, die haben nämlich jetzt ihre Kommunikationsplattform, Microsoft Teams, also das ist quasi sowas ähnliches wie Slack, das kann man so sagen, das ist ein ich kann es gar nicht aussprechen. Kollaborationstool. Danke, Steffen. Genau, wo halt verschiedene Leute miteinander kooperieren können, das ist halt für Firmen gedacht. Da können in den Gruppen bis zu 300 Mitgliedern Aber und da kann auch, man halt so. sagen wir mal, sorry, muss ich kurz mal unterbrechen, aber auch, denke ich mal, auch für Vereine interessant oder für kleine Unternehmen oder auch Schulen durchaus interessant. Schulklassen zum Beispiel, finde ich persönlich. Genau. Genau, weil man das halt auch alles in Gruppen und Channels einteilen kann. Und das Interessante ist auch, dass jedes Team bis zu 10 GB Speicherplatz hat auf den Microsoft-Servern und 2 GB persönlichen Speichern. Ja. Und das Ganze ist ja, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt als Zuhörer von uns, das Ganze ist ja auch mit Office 365 gekoppelt, mit der Cloud-Plattform von Microsoft. Und hier habt ihr die Möglichkeit, es kostenlos zu benutzen. Und ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass Microsoft Teams auch als Ersatz für Skype irgendwann ansehen möchte. Das heißt also, Skype soll irgendwann verdrängt werden und dann Teams soll Skype ablösen und Teams kann man sich so ein bisschen, wer gar keine Ahnung hat, wovon wir eigentlich reden, kann man sich Teams so ein bisschen vorstellen wie Discord.
Das ist, glaube ich, das kommt nahe hin. Plus, dass man das Ganze halt noch mit Microsoft Office koppeln kann. Und die ganzen Business, also die ganzen seriösen Sachen, die Microsoft so anbietet, arbeiten halt einfach damit. Und das ist halt auf Unternehmen zugeschnitten. Also in Unternehmen würde ich jetzt kein Discord einsetzen. Aber dafür ist es eigentlich gedacht. Genau, Videokonferenzen könnt ihr auch machen. Chatten natürlich, klar. Normal telefonieren auch. Dateiaustausch vor allem ganz wichtig. Genau. Und ansonsten so ein bisschen auch wie Facebook für Unternehmen kann man sich das auch vorstellen. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Ich habe es mal so ein bisschen ausprobiert. Also wenn ich als Unternehmen zum Beispiel Office 365 habe, dann ist es auch mit drin ab gewissen Versionen. Und das macht dann richtig Spaß, damit zu arbeiten. Und ist auf jeden Fall wieder ein weiterer Schritt in Richtung Digitalisierung und mobiles Arbeiten, digitales Arbeiten. Gerade wenn man aus dem Homeoffice mit seinen Kollegen zusammenarbeiten möchte, ist Teams wirklich eine richtig geile Geschichte. Meine Meinung dazu. Genau. Als nächstes Thema haben wir jetzt noch abschließend, dass Mozilla eine Notiz-App für Android herausgebracht hat, die sich auch mit den Firefox-Desktop-Varianten synchronisiert. Das ist quasi einfach so ein kleiner Notizblock, wo man sich mal aufschreiben kann, ja, da will ich mir noch ein bisschen Milch zum Beispiel kaufen oder ein bisschen Wasser gerade für die Hitze. Ah, oh, Wasser. Und das genau. Und das wird halt auch auf die Desktop-Variante von Firefox. Benötigt aber einen Firefox-Account. Mhm. Den ich ja so oder so vielleicht schon habe, weil ich meine Bookmarks und meine Passwörter synchronisiere. Genau. Finde ich ganz interessant, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es auch wieder ein Konkurrenzprodukt ist. Zum Beispiel Evernote ist ja so ein Konkurrent bei Notizen. Und ich habe, ehrlich gesagt, ich bin da vielleicht auch ein bisschen paranoid als IT-Security-Mensch, aber ich habe echt immer ein bisschen Problem, wo schiebe ich meine digitalen Notizen hin? Ich will natürlich auch nicht irgendwie auf Steintafel noch meine Notizen machen oder auf dem Spiralblock oder so. Deswegen bin ich immer so hin und her gerissen. Was benutze ich als Plattform? Dann natürlich eigen gehostete Geschichten, irgendwelche Word-Dateien, irgendwelche TXT ist als Admin auch immer sehr beliebt. Ich habe Kollegen, die haben, also, die könnten, ich behaupte immer, die haben Notepad++ Enterprise, weißt du, die haben dann wirklich so 3000 Tabs in Notepad++, also wer Notepad++ nicht kennt, das ist wie der Windows-Editor, noch ein bisschen aufgebohrt, ein bisschen in hübsch und Open Source, und da machen die ihre Notizen rein, und ich habe auch mal eine Zeit lang in TXT-Dateien einfach meine Notizen gemacht, aber manchmal möchte man vielleicht dann die Notizen auf dem Handy haben, plattformunabhängig und so, und dann finde ich so einen Dienst wirklich gut. Plus, muss ich sagen, habe ich bei Mozilla immer noch das Gefühl, dass meine Daten einigermaßen sicher aufgehoben sind. Ich meine, ich könnte jetzt meine Notizen bei Evernote, die hatten ja auch schon mal einen Data Breach, könnte ich die hinlegen, will ich aber nicht. Ich könnte sie zu Google legen, will ich auch nicht. Sondern hätte ich wenigstens noch eine Variante, wenn ich mir nicht selber hosten möchte, wo ich meine Notizen irgendwo ablegen kann. Was ich aktuell benutze, ist einmal eine eigene Cloud und OneNote von Microsoft. Als Installationslösung auf dem PC. Das ist natürlich nur bedingt flexibel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin noch auf der Suche nach der ultimativen Notes-Lösung, wo ich dann einfach auch wunderbar auf dem Handy damit arbeiten kann. Wenn ich Microsofts Cloud nutzen würde, dann würde ich natürlich mit OneNote auch auf dem Handy arbeiten können. Möchte ich aber nicht, zumindest nicht mit der US-Cloud, wenn dann höchstens, in höchsten Fall aller Gefühle mit der Cloud in Deutschland, mit der deutschen Datentreuhand und so weiter, aber das muss nicht unbedingt sein, am liebsten würde ich selber hosten. Deswegen, falls jemand von euch da einen Tipp hat in Sachen Notizen zum selber hosten, gerne her damit, interessiert mich brennend, da würdet ihr mir einen Bärendienst erweisen. Ich habe aktuell noch keine super komfortable Lösung gefunden, wo ich auch mobil mal was notieren kann. Nutzt ihr denn sowas irgendwie, Notiz-Apps, oder macht ihr noch alles klassisch papiermäßig? Also ich muss sagen, ich habe Evernote, habe ich für ganz wenige Sachen, aber ich bin einfach ein Mensch, der tendiert eher da auf Papier. Man verliert sie zwar oft, aber weiß nicht, Papiernotizen gefallen mir besser. Also komme ich besser damit klar. Okay.
Also ich bin Mensch, der hat sich nie Notizen gemacht. danke an alle Leute, die mir auch mal... Wir machen dir jetzt Fall, ein schlechtes Gewissen so nach... Genau. Nein, also ich habe eigentlich, ehrlich gesagt, früher nie Notizen gemacht. Ich bin aber inzwischen auch ein Fan davon geworden. Aber diese digitalen, irgendwie fühlt sich das für mich nicht plastisch genug an. Und in der Arbeit ist es wirklich so, dass ich ganz normal noch die Papierzettel beschreibe, mir irgendwo hinbappe. Und wenn dann mal die Putzfrau nicht drüber wischen würde, wäre sie auch am nächste Woche noch da. Aber ansonsten bin ich da eher davon der Fan. Mhm. Und wenn ich wirklich mal kurz was merken will am Handy, dann gehe ich da kurz in die Memo-App, schreibe okay. mir das da rein und dann... Keine Ahnung, irgendwann lösche ich es wieder. Also ja. ich bin eh nicht also so du brauchst es auch nicht plattformunabhängig, wie ich. Überhaupt also bin nicht. Ich dann schon so ein total Enterprise-Notizen-Nutzer. Ja, das ist halt so ein Ding, klar. Also ich habe Notizen überall im Einsatz, in Meetings natürlich, zu Hause, irgendwie, wenn ich im Büro am Schreibtisch sitze, wenn ich, keine Ahnung, unterwegs bin, wenn ich, was ganz krass ist, wenn ich zum Beispiel nachts nicht schlafen kann oder so, und mir kommen dann irgendwelche geilen Ideen, sei es für die Firma jetzt oder für Videos oder was weiß ich, dann schreibe ich mir das da gleich auf. Und da ist natürlich wichtig, dass das dann auf dem Handy oder auf allen Geräten funktioniert und auch immer synchronisiert ist. Weil ich natürlich kein, wie sagt man so schön, möchte keinen Medienbruch haben. Das heißt, man möchte nicht irgendwann wieder auf analog gehen müssen und von analog auf digital. Im schlimmsten Fall hast du dann irgendwo was handschriftlich und dann musst du es wieder einscannen oder dann abtippen in deine Cloud, wo die Daten dann liegen. Alles scheiße. Aber wahrscheinlich bin ich da wirklich also von uns Leuten hier, die jetzt hier anwesend sind, der Enterprise-User, was Notizen angeht. Irgendwie, keine Ahnung warum. Aber ich bin da ein Riesenfan davon. Aber ja. Wie gesagt, ich habe auch mittlerweile so viel Scheiß um die Ohren. Und das jetzt mal positiv gemeint, Scheiß, weil es macht ja auch wahnsinnig viel Spaß. Aber mit den ganzen Projekten, mit dem ganzen Zeug, was ich alles mache, das geht einfach nicht mehr anders. Ich muss mir das irgendwo aufschreiben, weil sonst bleibt es einfach nicht hängen. Oder was auch wirklich so ist, dass ich dann einfach nochmal nachgucke, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Folgemeetings habe oder mich mal wieder mit einem Thema seit langem beschäftige. Was habe ich denn in der letzten Besprechung, im letzten Meeting dazu aufgeschrieben? Um einfach wieder in das Thema reinzukommen, weil manchmal, es ist zwar blöd, aber manchmal hast du halt wirklich nicht mehr auf dem Schirm, was da eigentlich besprochen wurde, was da eigentlich war. Gerade wenn du bei dem Projekt jetzt nicht so mit involviert bist, sondern nur eine Randfigur bist, dann ist das halt echt ein Problem dann. Aber anyway, das sind meine Probleme mit Notizen. Da können wir nochmal eine eigene Folge machen. Wir wollten sowieso mal eine Folge machen über digitales Arbeiten und Digitalisierung und so. Und da ist es, glaube ich, auch mal ganz interessant, wie Leute so ticken und arbeiten. Da holen wir uns vielleicht noch ein paar andere Leute rein. Vielleicht kriege ich den einen oder anderen Kollegen von mir noch gegriffen, der dann auch mal ein bisschen was erzählt, wie er so arbeitet. Da hat jeder so seine eigene Philosophie. Gut. Dann habe ich noch ein Thema, das habe ich jetzt mit reingenommen in unsere Liste. Da werden wir definitiv drauf angesprochen, da wir ja ein IT-Security, zwar auch ein Tech-Channel sind, aber sehr viel IT-Security machen. Das ist einfach der Siegeszug von Windows Defender unter Windows 10. Erstmal Glückwunsch Richtung Microsoft. Muss man neidlos anerkennen. Ihr habt einiges gemacht an eurem Produkt und ihr habt jetzt mittlerweile eine Schutzwirkung von 4,5 Punkten von 5 möglichen Punkten bei einem Anbieter geschafft. Das muss man auch immer dazu betonen. Es ist ein einziges Security-Test-Institut. Es ist ein renommiertes, klar, es ist ein großes AV-Test, ist wirklich ein großes Institut, aber man muss immer auf dem Teppich bleiben. Und ich hau jetzt einfach mal ein kurzes Statement dazu raus. Wir wollen das jetzt nicht riesig thematisieren. Aber wie gesagt, es ist ein Institut. Man sollte auch beachten, dass natürlich der Windows Defender, da er im Betriebssystem fest integriert ist, auch eine gewisse Angriffsfläche bietet für Angreifer, weil die können sich darauf verlassen. Der ist im System drin, den kann ich angreifen. Wenn der eine Schwachstelle hat, dann weiß ich, die kann ich ausnutzen, weil er ist vorinstalliert und er ist eventuell auch voll aktiv. Zum anderen darf man auch nicht vergessen, Microsoft gibt es halt im IT-Security-Markt noch nicht so lange. Wir haben da teilweise die Big Player, die 30 Jahre im AV-Business sind, die natürlich ganz andere Erfahrungsschätze haben, ganz anderes Know-how aufgebaut haben, die ein größeres Security-Lab haben, die sich drauf... Deren Kernkompetenz ist IT-Security. Das ist bei Microsoft ein Business von vielen
Und deswegen sollte man jetzt nicht so viel reininterpretieren. Und deswegen zu sagen, okay, ich verzichte auf jeglichen Virenscanner auf meinem System, ich betreibe mein Windows 10 nur mit dem Windows Defender, halte ich nur dann für sinnvoll, und da mache ich mir jetzt sehr viele Freunde, wenn der User, der vorm Bildschirm sitzt, sehr viel Verstand hat von der Technik und auch, sag ich mal, wirklich vorsichtig sich im Internet bewegt und nicht sehr experimentierfreudig ist und bestenfalls keine Adminrechte hat, dann halte ich das für vertretbar. Ansonsten würde ich keinen Windows Defender als primären Virenscanner benutzen. Was, ich glaube, ihr habt dann auch noch eine Meinung dazu, oder, David? Zu dem ganzen Thema? Ja, okay, alles klar. Ich mache es noch ganz kurz. Was ich sinnvoll noch finde, ist den Windows Defender als Second Opinion Scanner, das ist auch so ein geiles Buzzword, das ich neulich gelernt habe, zu verwenden. Das heißt also, ich habe einen produktiven Virenscanner, der arbeitet mit dem Windows Defender zusammen und die beiden gucken, ohne sich gegenseitig zu beeinflussen. Das war ja früher ein Riesenproblem, das weiß ich noch, wo ich mit IT angefangen habe und IT Security ist auch schon, oh Gott, schon wieder über 10 Jahre her, wo ich mich mit sowas beschäftigt habe. Da war es immer das Thema, installiere bloß keine 2 Virenscanner auf einen Rechner, der Rechner funktioniert danach nicht mehr. Ist heutzutage ein bisschen anders geworden, es gibt eben diese sogenannten Second Opinion Scanner, die eben mit anderen Scanlösungen zusammenarbeiten und die sich nicht gegenseitig irgendwie in die Quere kommen. Und dafür halte ich eben den Windows Defender für ein gutes Produkt, wo man das verwenden kann. Des Weiteren kommt noch dazu, dass der Windows Defender sowieso nur bedingt im kommerziellen Einsatz möglich ist, weil die kostenlose Variante, die darfst du nur bis zu einer gewissen Unternehmensgröße verwenden. Und zum anderen fehlt ja auch das zentrale Management. Wenn ich jetzt eine Endpoint-Security-Lösung von einem Hersteller kaufe, egal von welchen, habe ich einen Management-Server dabei oder eine Konsole, die in der Cloud sich befindet, kann meine Endpoints managen, kann Gruppenrichtlinien verteilen und so weiter. Das habe ich bei dieser kostenlosen Lösung einfach nicht, muss man wirklich mal so sagen. Und auch Thema Support, wenn ich mal eine Infektion habe, irgendein Problem habe, wenn ich eine kommerzielle Lösung mir kaufe, kein Free-Antivirus verwende und kein Windows Defender, kann ich an den Support treten von meinem Hersteller, kann mit dem zusammenarbeiten und kriege relativ schnell bei guten Herstellern, bei den großen, renommierten Herstellern eine Lösung, wie ich mein System desinfizieren kann. Und wie gesagt, die haben einfach eine ganz andere Erfahrung auf dem Gebiet. Und deswegen, wie gesagt, ich finde es jetzt nicht ganz scheiße, ich gönne den Jungs das auch. Und ich halte aber nichts davon, den wirklich als einzigen Virenscanner zu betreiben. Und genauso wenig halte ich was davon, da mache ich mir wiederum Freunde, Virenscanner komplett zu verteufeln. Da lese ich immer wieder Sachen, wo mir die Haare wirklich zu Berge stehen. Im Heise-Forum zum Beispiel, dass Leute wirklich Virenscanner verteufeln und sagen, du brauchst überhaupt keinen, das ist der größte Scheiß, ist nur Geldschneiderei. Die wollen nur mit der Sicherheit anderer Menschen Geld verdienen. Ja, Leute, überall wird mit der Sicherheit anderer Menschen Geld verdient. Wenn Airbag-Hersteller, Gurt-Hersteller. Richtig, Rauchmelder, okay, ganz Alarmanlagen. Aber es ist so. Es ist einfach so. Die verdienen halt nun mal damit Geld, dass sie andere Leute vor Malware schützen. Aber da steckt auch ein riesiger Aufwand dahinter, Security Labs zu betreiben, Malware-Analyse, Research zu machen. Da gehört einfach was dazu und da muss Geld investiert werden und da müssen Prozesse stimmen. Und wie gesagt, diese Erfahrung haben sich andere Hersteller über Jahre aufgebaut und dieses Know-how. Und da soll jetzt Microsoft mal eben so kurz reinkommen und die anderen alle ablösen. Leute, das funktioniert nicht. Und wenn man sich mal so anguckt, die Testergebnisse von AV-Test oder auch von anderen Instituten, die diese Virenscanner regelmäßig überprüfen, dann fällt auf, dass die Testergebnisse relativ schnell schwanken. Teilweise ist es so, es gibt natürlich Hersteller, die immer relativ gute Ergebnisse liefern. Aber es gibt auch Hersteller, die sehr schnell schwanken. Und ich wette mit euch, dass der Windows Defender einer der Hersteller sein wird, der relativ schnell schwanken wird. Ein Beispiel. Die können die Konsistenz nicht hochhalten. Das ist, genau, ein Beispiel ist zum Beispiel Komodo, Bullguard, McAfee, weil ich die gerade sehe. Die hatten in dem letzten Test volle Punktzahl. Jetzt sind da welche dabei, die haben jetzt nur noch 3 Punkte. Wie kann sowas sein? Da sieht man einfach, dass das wirklich ein Zufallstreffer war. Die waren in dem Test, die hatten einen guten Tag, aber scheinbar ist das Level bei denen nicht generell so hoch wie bei anderen Herstellern, die immer nur zwischen 5 und 4 oder 4,5 pendeln.
Und deswegen, das muss man einfach abwarten. Also man kann das jetzt noch so pauschal gar nicht sagen. Aber so viel zu meinem Statement. Ich habe mir jetzt schon sehr viele Freunde gemacht. Ich glaube, die Kommentarsektion ist eröffnet. Schreibt eure Meinung. Feuer frei. Ich bin wirklich gespannt auf eure Meinung. Aber ihr werdet mich nicht, oder zumindest nicht so schnell dazu bringen, dass ich eine Meinung habe und sagen werde, ihr braucht keinen Virenscanner mehr. Und ich werde auch ziemlich lang brauchen, bis ich wirklich sage, okay, da ist der Punkt erreicht, wo ich sage, der Windows Defender ist für mich der einzige AV, den ich akzeptiere auf einem System. Also da wird einiges an Zeit vergehen. Und bevor du jetzt drankommst, David, habe ich noch einen letzten Punkt. Das ist einfach die Modularität von AV oder die Vielseitigkeit von AV. Man darf nicht vergessen, wie sich Antivirus in den letzten Jahren, oh Gott, ich klinge schon wie so ein Vertriebler, ich will hier nichts verkaufen, gleich vorneweg, aber wie sich AV in den letzten Jahren entwickelt hat. Eine Antivirenlösung ist nicht mehr rein diese Geschichte, ich prüfe auf Signaturen irgendwelche Dateien nach Hashwerten. Da ist mittlerweile so viel Technik, so viel Know-how dahinter, dass Dateien in Sandboxen ausgeführt werden, dass Webseiten und IP-Adressen auf Reputation, auf Verhalten geprüft werden. Das passiert alles im Hintergrund, dass eben ganze Datenbanken angelegt werden, dass Verhaltenserkennung erfolgt, dass die künstliche Intelligenz, wie es immer so schön heißt, also die Auswertung von Sachen auf Verhaltensbasis, solche Module, die sich in den Browser einklinken, ob die jetzt gut sind. Es gibt gute Beispiele von Herstellern, es gibt sehr schlechte Beispiele, aber diese ganzen Sachen hat der Windows Defender einfach nicht. Er prüft zwar nach Verhalten, er prüft auch auf Signaturen, aber diese ganzen Sachen, die außenrum baut, die eben ein AV, eine richtige Schutzsoftware ausmacht, die hat er nicht. Es gibt zum Beispiel, jetzt nenne ich dann doch mal einen Hersteller, es gibt zum Beispiel bei GData, gibt es den BankGuard, das ist ein Modul, das sich besonders auf Online-Banking und Shopping-Websites konzentriert. Das gleiche hat zum Beispiel auch F-Secure im Einsatz, das haben aber auch andere, das hat ein Kaspersky, das hat ein ESET. Kaspersky baut eine komplette Sandbox um den Browser rum, die haben einen eigenen Browser für Online-Banking, wo das Ganze dann eben abgeschottet ausgeführt wird von dem anderen System. Und diese ganzen Sachen hat einfach der Windows Defender nicht. Punkt. So, David. Das Statement Jetzt habe abgesetzt. ich mal Okay. hier rausgelassen über den Windows Nö, alles gut. Das Defender. ist Mic ja dropped. wichtig. Davon lebt die Diskussion ja. Also, ich bin prinzipiell erstmal der Meinung, also ganz ohne Antivirenprogramm, wie ein Scanner, wie man es auch mal nennen möchte, geht es natürlich nicht oder sollte man es zumindest nicht machen. Ich bin da jemand der faulen Art und sage, ich habe Windows Defender und benutze die Brain-Exe, bin ich ganz ehrlich. Aber ich meine, das sollte nicht der Standard für jeden sein und das sollte man sich auch nicht als Maß nehmen. Es gibt wirklich viele gute Lösungen, wie du eben schon gesagt Ja, hast. aber nicht falsch verstehen, Und David. Ich habe ja auch gesagt, bei Leuten, die wirklich in dem Thema drin sind, und da gehe ich mal bei eben dir ja. von aus, dass du in dem Thema drin Hoffe bist, ich. und da habe ich auch nichts Nee, dagegen, wenn klar. die das benutzen und wenn ich dann. Ist ja in Ordnung, aber ich würde es nicht auf Genau. die breite Masse anwenden. Naja, deswegen, das sage ich ja auch. Ich würde es auch auf keinen Fall irgendwie der Tante Erna, die ihren Laptop das erste Mal irgendwie Laptop bekommen hatte, empfehlen, jetzt Windows Defender Ja. zu nehmen, weil, wie du gesagt hast, das ist ja eben nicht nur dieses mal schauen, ob da irgendwas infiziert ist, irgendeine Datei in System 32, sondern wie du gesagt hast, da geht es ja auch inzwischen diese E-Banking-Schutz, diese ganze Sandbox-Sachen, das ist extrem, extrem wichtig. Es gibt heute so viele Möglichkeiten, wo Leute Daten manipulieren oder abgreifen können, die der Windows Defender eben gar nicht mitbekommt, weil das ein ganz anderes Level ist einfach. Ja. Und wie du auch gesagt hast, ich bin auch der Meinung, das ist zwar schön, dass die jetzt da irgendwie mal hochgekommen sind und vielleicht funktioniert der für das, was er tun soll, tut das ja auch gut, ja. Aber es ist halt ein sehr kleines Spektrum, was er eben abdeckt. Und ja, also jetzt für den Otto-Normalnutzer als Hauptlösung sehe ich das eher nicht so. Ob sie das wirklich so hochhalten können, ob das alles so gut läuft. Hey, ich meine, Microsoft hat schon Patches rausgehauen, da war die Kiste komplett in die Wand gefahren. Wer weiß, was dann beim Windows Defender passiert. Beim nächsten Mal wird er gar nicht mehr gelistet, weil, Ja. keine Ahnung, er den Virus nicht Das mehr erkannt hat. Problem ist halt auch, wie gesagt, du kannst Ne? halt mit dem Windows Defender, dadurch, dass der eben so tief im System verankert ist, wenn du den kompromittierst, dann hast du eben Ja, dann ist Möglichkeiten, Ende. die du vielleicht, wenn du jetzt ja, irgendein anderes Programm kompromittierst, nicht hast, weil der halt eben mit Systemrechten ausgeführt wird. Und dann kannst du eben ganz andere Angriffe starten. Also wenn du einen Virenscanner unter deine Kontrolle bekommst, kannst du relativ viel machen.
So, und da ist eben das der Punkt, wenn ich einen Exploit benutzen möchte und der ist auf fast allen Windows-Geräten vorinstalliert, ey, wie geil ist das denn? Ja, also, eben, das ist ja, besser geht's richtig, ja nicht mehr. Deswegen, ja. Das ist ja schon fast wie irgendwie Spectre und so ein Spaß. Genau, also, das Problem na, hast das du ja auch schon dasselbe Level. Bei AV-Software, die sehr weit verbreitet ist, ob das jetzt eine Kaspersky ist oder eine Symantec, die hatten ja auch schon in der Vergangenheit so oft irgendwelche Sicherheitsprobleme in ihrer eigenen Software, die natürlich auch ausgenutzt wurde, weil sie so weit verbreitet sind. Das ist jetzt nicht für euch die Anweisung, wenn ihr euch ein AV holt, holt ihr euch keinen von renommierten Herstellern, um Gottes Willen, da möchte ich niemanden von abraten oder raten. Aber man muss sich einfach mal klar machen, dass natürlich eine weit verbreitete Software, egal ob es ein Virenscanner ist, ein Webbrowser oder sonst was, immer ein Einfallstor hat oder immer die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass ein Angreifer einen Exploit hat, also eine Schwachstelle, die er eben benutzen kann, um dann reinzukommen. Das ist einfach so. Ja, genau. Das stimmt. Also wie gesagt, Kast, ich sehe das auch so. Er ersetzt keinen vollwertigen Virenschutz und als solchen sehe ich ihn auch nicht an. Ich bin so gespannt auf die Kommentare, das glaubst du gar nicht. Ja, du, so wie gespannt. Gesagt, das ist unsere Meinung können, und dementsprechend... Ja klar, aber ich finde es auch gut, dass wir hier sogar im Podcast selber zwei unterschiedliche Meinungen, also nicht komplett unterschiedliche, aber du benutzt zum Beispiel jetzt nur Windows Defender, ich habe einen Virenschutz drauf und habe noch einen Second Opinion Scanner, der nicht der Windows Defender ist und habe den Windows Defender bei mir drauf. Aber es liegt einfach daran, dass ich gerade einen Second Opinion Scanner teste. Aber wie gesagt, da bin ich wirklich mal gespannt auf die Kommentare. Georg, hast du auch eine Meinung dazu oder haben wir schon alles erklärt? Es ist eigentlich schon alles erklärt worden. Also, wie gesagt, da muss ich Steffen beipflichten, dass einfach dadurch, dass der Defender einfach auf jedem System mit drauf ist, dass er halt sehr angreifbar ist. Und wirklich Anwender, die halt nicht viel Erfahrung haben, sollten sich wirklich auf einen Hersteller, der viel Erfahrung hat, verlassen. Also, das auf jeden Fall. Aber um das vielleicht abzuschließen, das Ganze mit den Worten von Sebastian Schreiber, den wir ja auch im Interview schon mal hatten. Genau, Hinweis auf die Itza letzten Jahres. Den haben wir ja auch Jahres, gefragt. Genau, den haben wir auch mal gefragt. Ja, manche Anwender sagen ja, man braucht keinen Antivirenhersteller und keinen keinen Schutz auf dem PC. Und der hat gesagt, kompletter Bullshit. Ja. Das muss und drauf. Und der Typ, der zeigt ja regelmäßig, wie leicht man AV-Hersteller austricksen kann. Klar, das wird immer schwieriger, aber natürlich wird auch immer wieder nachgerüstet. Aber er hat auch, meine ich, dass er das war, er hat ja auch gemeint, beim Auto würde man ja auch nicht auf die Idee kommen, ohne Airbag zu fahren. Und ein Virenschutz ist halt nur mal ein Airbag, aber wenn ich mit 200 gegen einen Brückenpfeiler donner, dann bringt natürlich der Airbag an sich auch relativ wenig. Und so ist es halt eben bei AV auch. Vielleicht jetzt, um es wirklich abzuschließen, noch für die Statistik. Georg, hast du einen Virenscanner noch drauf oder bist du auch Fraktion Windows Defender? Ich habe einen Virenscanner drauf, aber ich muss... Er ist deaktiviert. Ehrlich zugeben, dass... Ehrlich muss ich zugeben, auf meinem Laptop habe ich nur so einen ganz billigen kostenlos. Okay. Ich habe auch, das habe ich wahrscheinlich jetzt wieder vergessen einzublenden, das habe ich David jetzt vor ein paar Tagen geschickt, weil du sagst, kostenloser Virenscanner, da gibt es ein Schaubild von Security Mann mit der Unterschrift, wie kostenlose Virenscanner arbeiten, die beim PC mit dabei sind, und das ist halt so ein Security-Typ, ich beschreibe es mal, weil ihr seht es ja gerade nicht, der halt Leute abtastet und der tastet die halt so ab, dass er nichts fühlen kann, also so mit 10 cm Abstand zu der Person, so einfach die Umrisse so umfahren mit der Hand, aber taste die wirklich nicht ab und so. Ja, da ist ein Körper drunter. So arbeiten, genau, so arbeiten halt auch kostenlose Antiviren, ja, darf man nicht sagen, aber manche arbeiten wirklich so. Es gibt halt wirklich auch Hersteller, und da muss ich ganz ehrlich sagen, da frage ich mich, warum gehen die überhaupt in den AV-Markt rein, die halt wirklich jetzt erst anfangen. Natürlich, klar, man kann sagen, ja, dieses Gelaber mit renommierten Herstellern so. Ja, aber es gibt wirklich Hersteller, die kommen mit null Wissen auf den Markt. Und es gibt vielleicht sogar Hersteller, die davor ganz andere Sachen gemacht haben, ganz andere Software. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ich habe einen deutschen Hersteller im Blick, der alles Mögliche an Software anbietet. Und der macht nebenbei, der hat 30 andere Softwareprodukte und nebenbei macht er ein bisschen AV. Ganz ehrlich, dass der keine Erfolge erzielt und dass die Erkennung hundsmiserabel ist, das sollte einem klar sein. Und
mein allerletztes Schlusswort ist, wenn ich zum Arzt gehe, wenn ich ein Problem habe oder anders, wenn ich ein Gesundheitsproblem habe, dann gehe ich auch nicht irgendwie zum Metzger, sondern gehe ich auch zu einem Arzt. Ne? Und es ist einfach so. Ja, stimmt, ne? Oder dann frage ich auch nicht den Bauarbeiter draußen, ob er mir mal helfen kann, meinen Zahn zu ziehen, sondern ich gehe zum Zahnarzt. Ne? Und das ist eben der Punkt. Und das sollte man vielleicht auch bei Antivirus beherzigen und sollte sagen, okay, was habe ich denn da für ein Unternehmen, was ich mir als AV-Hersteller reinhole? Deswegen, ich kriege auch immer Ausschläge, wenn ich irgendwelche Hersteller für irgendwelche anderen Systeme, nehmen wir mal Firewall her oder ja, irgendwie was anderes, irgendwie so ein Wald- und Wiesen-Softwarehersteller, der einfach noch AV nebenbei macht. Das kann nicht funktionieren. Das kann keine gute Erkennungsrate haben. Außer er arbeitet mit einem großen kommerziellen zusammen, der schon jahrelang Erfahrung hat. Dann ja, aber ansonsten kann das nur in die Hose gehen. So, kurzum. Also das war jetzt wirklich ein langes Statement zu dem ganzen Thema, aber musste einfach mal sein und ich denke mal, das wäre auch gefragt worden. Gut. Ich freue mich auf die Kommentare. Ja, auf jeden Fall. Haut uns mal eure Gedanken unten rein, ganz unverblümt und offen. Falls ihr den Podcast über Spotify hört oder so, da ist ja keine Kommentarfunktion, könnt ihr entweder auf der Website kommentieren oder bei YouTube oder schreibt uns eine Mail einfach an redaktion@kursofu.com. Oder macht einen Forum-Post auf. Genau, macht einen Forum-Thread auf und dann könnt ihr richtig schön upragen und uns beleidigen. Ne, nicht beleidigen, aber ihr könnt auf jeden Fall mal eure Meinung loswerden. So, ich muss mich mal wieder normal hinsetzen. Also heute ist echt eine Folge. Ich sag's ungern, aber ich war noch nie so, wie soll ich sagen, unbequem bei einer Tech-Talk-Aufnahme da gesessen und noch nie so unwohl habe ich mich gefühlt. Das liegt nicht an euch, aber das ist einfach die Hitze. Und das ist echt Wahnsinn. Aber wir müssen trotzdem noch, bevor wir das Ganze jetzt abschließen und bevor wir weiter jammern über die Hitze, die Security-Fails durchgehen. Und ich habe die bewusst ans Ende gepackt, weil es irre. Ich gebe Gas, aber es ist wirklich irre, was alles passiert ist. Fangen wir an mit Reddit. Da gab es einen Hack auf Reddit. Es wurden, Reddit sollte man kennen vielleicht, man könnte es kennen. Frontpage of the Internet. Genau. Und da gab es einen Hack auf einen Hosting-Provider, um genau zu sein, auf einen Mitarbeiter-Account. Der Mitarbeiter-Account, der war sogar mit Zwei-Faktor-Authentifizierung gesichert. Und zwar über SMS, also zwei Faktor, das heißt, man loggt sich ein mit seinem Passwort, kriegt einen Token über SMS zugeschickt und kann dann sich erst richtig einloggen. Das Ding war, diese Zwei-Faktor-Authentifizierung hat nichts gebracht. Es ist nicht bekannt, wie die Angreifer auf diesen zweiten Faktor gekommen sind. Es gibt da viele Theorien. SMS ist jetzt nicht so sicher. Das Protokoll, das verwendet wird, kann abgegriffen werden. Es kann auch sein, dass eine zweite SIM-Karte registriert wurde. Es kann auch sein, dass das Handy infiziert war, obwohl das mittlerweile die Mitarbeiter ausschließen. Ich möchte es nicht ausschließen. Aber irgendwie ist der Angreifer auch an diesen zweiten Faktor rangekommen. Und letztendlich wurden Backup-Daten von 2007 erbeutet. Ich wusste gar nicht, dass es Reddit schon so lange gibt, ehrlich gesagt. Die Betreiber entwarnen aber. Also falls ihr dort einen Account habt, klar, ihr solltet euer Passwort ändern, falls ihr einen Account vor 2007 dort hattet. Aber die Passwörter waren dort schon gehasht und das ist dann schon mal was wert, sag ich mal. Aber wie gesagt, ich war total baff, dass Reddit schon so lang gibt. Hätte ich jetzt auch nicht gewusst, ehrlich gesagt. Dann gehen wir weiter zu Dailymotion. Die hatten ja vor 2 Jahren mal so ein Hack auf ihrer Plattform und das ist ziemlich dumm gelaufen, muss man wirklich sagen. Die hatten nämlich Quellcode bei GitHub veröffentlicht. Leider waren da eben Zugangsdaten vom Administrator mit drin für einen Admin-Account. Und die französische Datenschutzbehörde, die hat jetzt einfach mal eine Strafe von 50.000 Euro verhängt in Richtung Dailymotion. Dailymotion ist ja sowas wie YouTube. Wer das nicht kennt, übrigens Kurs4U lädt da auch seine Videos noch als Zweitverwertung oder Drittverwertung hoch, je nachdem, weil wir eben noch so ein bisschen die Konkurrenz von YouTube unterstützen wollen. Auch wenn auch mit sehr geringen Mitteln. Gronkh hat es ja auch schon mal gemacht vor einigen Jahren, der hat aber mittlerweile aufgehört, war er wahrscheinlich zu blöd. Lag wahrscheinlich auch daran, dass er nicht diese Tools einsetzt, die wir einsetzen. Aber Gronkh, wenn du das hier siehst, wir können dich gerne beraten. Kurs of Your Services hilft auch Gronkh. kleiner Spaß am Rande. Dann eine interessante Meldung von Checkpoint. Checkpoint ist ja ein
Hersteller für IT-Security-Lösungen, eher so in Richtung Gateway- und Firewall-Bereich. Die haben, glaube ich, auch mittlerweile Antivirus. Thema wieder, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Und die haben was entdeckt. Die haben nämlich 10.000 gehackte WordPress-Installationen entdeckt. WordPress ist ja sowieso sehr anfällig für, ist sehr im Fokus der Angreifer, sagen wir es mal so. Anfällig ist es jetzt nicht unbedingt, aber sehr im Fokus der Angreifer. Und über eine sogenannte Malvertising-Attacke, Kombination aus Malware und Advertising, also Werbung, wurde eben geschafft, eine Lücke in der WordPress-Version 4.7.1 auszunutzen. Da haben sie es nämlich geschafft, die Seite zu infizieren und die Besucher auf eine gehackte Website, also auf die Hacker-Website, umzuleiten. Und die Hacker-Website hat eben über einen Exploit-Kit den Rechner auf Schwachstellen abgescannt, um ihn dann gezielt zu infizieren. Da ging es natürlich auch wieder um Banking-Trojaner und solche Geschichten. Und Nutzer von WordPress sollten natürlich darauf achten, dass ihre Website abgesichert ist. Und vielleicht gehört ihr auch unter den 10.000 oder seid ihr unter den 10.000 Websites, die da gehackt wurden. Deswegen updatet euer WordPress und achtet mal drauf, was für Werbung ihr einbindet. Es war zum Glück nicht ein großer Anbieter, also so groß wie Google AdSense, aber es war ein Werbeanbieter, der diese Werbeanzeige ausgeliefert hat. Und über diese Werbeanzeige wurde dann halt eben der Schadcode in eure Website integriert. Und das ist natürlich eine ziemlich blöde Geschichte, wenn darüber dann eine Website außer Kontrolle gerät. Außer Kontrolle geraten ist auch oder sind auch Daten oder E-Mail-Adressen bei einem österreichischen Webhoster, der nennt sich EDIS. Ich muss gestehen, ich hatte von dem Hoster davor noch nie was gehört. Der ist aber nicht mal so klein. Also die hosten weltweit virtuelle Server auch ganz normales Webhosting machen die. Und da gab es scheinbar einen Data Breach von 2947 E-Mail-Adressen, laut Mitteilung von EDIS. Und laut der Stellungnahme wurde die hausinterne API-Schnittstelle missbraucht und die E-Mail-Adressen wurden von bestimmten VPS, also Virtual Private Server, also so virtuelle Maschinen, ausgelesen und die Schwachstelle wurde auch mittlerweile gefixt oder geschlossen. Und es konnten dann auch keine weiteren Daten ausgelesen werden, was ich halt auch krass finde, dass dieser Vorfall nicht den Datenschutzbehörden gemeldet werden muss. Was da für eine rechtliche Grundlage dahinter steckt, keine Ahnung, aber scheinbar war der Data Breach nicht zu groß, also E-Mail-Adressen haben scheinbar keinen so großen Wert, was man daraus liest. Warum auch immer, keine Ahnung. Interessant. Fand ich hochinteressant. Und es gab laut Stellungnahme auch keinen Zugriff auf persönliche oder sensitive Daten. Also aus meiner Sicht ist eine E-Mail-Adresse auch schon personenbezogene Daten. Sehe ich auch so. Vor allem wenn vorname.nachname@irgendwas.de oder com oder was auch immer, dann ist das für mich auch ein persönlicher Datensatz, aber gut. Und es gab auch keinen Zugriff auf Zahlungsinformationen, weil die bei einem anderen Dienstleister waren und auf Passwörter gab es auch keinen Zugriff und das Webhosting war auch nicht betroffen. Wie auch immer, ich kenne den Fall natürlich nicht im Detail, aber sorgt bei mir schon ein bisschen für Stirnrunzeln, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es ein bisschen komisch. Dann gibt es eine Sicherheitslücke bei ClamAV mit dem Thema Antivirus, das ist ja so ein Virenscanner, der ist Open Source. Über die Qualität möchte ich hier nichts verlieren. Und der ist anfällig für Denial of Service Attacks. Das heißt also, finde ich sehr beeindruckend, durch eine manipulierte PDF oder HWP-Datei den Scanner zum Aufhängen bringen, dass er eben auf dem System nicht mehr funktioniert. Okay, das ist echt billig. Fand ich sehr witzig, deswegen habe ich das mal mit reingenommen. Ist deswegen auch zu Recht eine der Security-Fails aus dem Monat Juli. Dann gibt es einen altbekannten Trojaner unter macOS. Aufgepasst, macOS für alle Leute, die sagen, unter macOS brauche ich kein Antivirus. Hat Kaspersky gemeldet in der Pressemitteilung. Die haben einen Trojaner entdeckt, der wohl mit einer Fake-Antivirus verteilt wird. Auch interessant. Es gibt macOS Internet Security X9 vom Hersteller Intego.
auch wieder das Thema kleiner Virenschutzhersteller hatten wir vorhin erst. Ich kenne den Hersteller nicht. Kennt ihr den Intego? Noch nie gehört. Egal, die machen Antivirus. Und da gibt es eine gefälschte Version von denen, die im Umlauf ist. Und das Krasse an dieser Version ist einfach, die sieht aus wie ein Antivirus, ist es aber nicht. Und greift den macOS-Schlüsselbund. Wer macOS nicht kennt, da gibt es diesen Schlüsselbund und da speichert man alle seine Schlüssel ab. Also ob das jetzt ein Zugangsdaten eben für Webseiten sind, die im Safari sind, oder eben auch Tokens, WLAN-Passwörter und so weiter und so fort. Und der greift eben diesen Schlüsselbund ab, greift aber zusätzlich auch noch die kompletten Profildaten von Google Chrome ab. Warum nicht? Wenn man schon mal auf dem System ist, dann kann man auch noch von so einem bekannten Browser wie Google Chrome auch noch die History, Bookmarks, Cookies und Passwörter abgreifen. Hat man ja quasi alle Daten, die man genau, braucht. Genau, da kann man dann Spaß haben. Und Spaß hatten auch russische Hacker. Die haben nämlich bei US-Energieversorgern ein bisschen gehaust. Die sind allerdings über Drittanbieter ins System gekommen. Das heißt also Dienstleister, das hat zumindest das Wall Street Journal am Dienstag unter Berufung auf das Heimatschutzministerium veröffentlicht, dass eben über Drittanbieter oder Drittfirmen, also Dienstleister, an die wurden Phishing-Mails verschickt und dadurch sind die dann eben höchstwahrscheinlich, vermute ich mal, über VPN dann in die Produktivumgebung von Energieversorgern gekommen und die hätten auch die Möglichkeit gehabt, eben den Schalter umzulegen. Und das finde ich halt krass. Also die hätten auch Stromflüsse beeinflussen können und die US-Regierung, das lasse ich jetzt mal kommentarlos hier stehen, geht natürlich davon aus, dass diese Angriffe aus Russland kommen. Möchte ich jetzt mal keinerlei Kommentar dazu abgeben. Aber gut, wird wohl so sein. Dann gibt es eine Attacke, davor warnt aktuell die Polizei Niedersachsen. Da geht es wieder mal um Geldwäsche und Identitätsbetrug. Und da wird dieses Video-Ident-Verfahren ausgenutzt. Also wenn du aktuell ein Online-Konto erstellst dann und möchtest, also ein Bankkonto erstellst über das Internet, dann musstest du ja früher zur Post gehen, musstest mit Personalausweis nachweisen, dass du der bist, für den du dich auch wirklich ausgibst. Und dann haben die diesen Schrieb an die Bank geschickt und die haben dieses Konto dann erstellt. Oder ganz old school, du bist einfach in die Bankfiliale gegangen, hast gesagt, du möchtest ein Girokonto, hast es dann bekommen. Jetzt gibt es allerdings die Möglichkeit, das Ganze online zu machen. Das habe ich auch bei ING DiBa gemacht. Keine Schleichwerbung, aber das war für mich so die erste Erfahrung, die ich mit Video-Ident-Verfahren gemacht habe. Ich bin von meiner klassischen Bank dorthin gewechselt und habe mich dann nicht über dieses schriftliche Verfahren identifiziert, sondern über Video-Ident. Das heißt, du machst eine Videokonferenz auf über einen Drittanbieter. Da gibt es diverse Anbieter, die sowas anbieten. Und musst dann deinen Ausweis in die Kamera halten, musst deinen Kopf halt zeigen und der Gegenüber legitimiert es dann, dass du auch wirklich der bist, der auch auf dem Ausweis zu sehen ist und so weiter und so fort. Dieses Verfahren, kurzum, wird jetzt dazu benutzt, um eben über Bewerbungs- oder Jobanzeigen Leute, Bewerber dazu zu bringen, dass sie ein Konto für den anderen eröffnen, für den Gauner, und der kann damit dann Geldwäsche betreiben. Wie funktioniert das? Naja, es werden teilweise Bewerbungsportale gefälscht, wo Bewerber ihre Daten eingeben, einen Scan ihres Personalausweis abschicken sollen und der Bewerber kriegt dann von dem Gauner eine E-Mail: Alles klar, wir haben keine Zeit für ein Bewerbungsgespräch, aber mach hier mal Video-Ident. Was passiert im Hintergrund? Der Angreifer oder der Kriminelle, der bereitet bei einer Bank die Erstellung eines Kontos vor. Dann kriegst du eine E-Mail, da ist ein Link drin zum Video-Ident-Verfahren. Diesen Link schickt er dann den Opfer zu und das Opfer muss dann einfach sich dort reinklicken und soll dann praktisch für das Bewerbungsgespräch, in Anführungsstrichen, seine Identität bestätigen über dieses Video-Ident-Verfahren. Oh, und Scheiße. Dadurch wird dann dieses Online-Konto eröffnet. Und ich muss allerdings dazu sagen, dass diese Masche nur bedingt funktioniert. Denn es gibt auch Video-Ident-Leute, die lesen das vor. Also wie ich damals das Konto für die DiBa eröffnet habe, hat die nette Dame vom Callcenter, die ja auch in Videokonferenz mit mir gesprochen hat, mir vorgelesen: Ja, Herr Kolb,
ich lege jetzt für Sie ein Konto bei der ING DiBa an und so weiter. Wir verifizieren das Ganze jetzt, das wird aufgezeichnet, bla 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 und so weiter und so fort. Wenn das allerdings nicht passiert, dann kann es natürlich sein, dass es nicht auffällt. Oder in der Aufregung, es sind Bewerber, das muss man sich mal vor Augen führen, kann es natürlich sein, dass der Bewerber alles mit sich machen lässt. Und damit spielen die wahrscheinlich auch. Also Leute, wenn ihr eine Bewerbung macht, guckt auch mal drauf, ist es denn wirklich das Bewerberportal von einem Unternehmen? Wenn die URL nur so ähnlich ist, hinterfragt das Ganze mal. Ist der Kontakt echt? Seid euch wirklich nicht zu, wie soll man sagen, zu fein dazu, mal bei denen anzurufen und nachzufragen. Arbeitet der Kontakt auch wirklich dort? Klar, das ist alles natürlich unangenehm, wenn es jetzt wirklich um Bewerbung geht. Aber es kann wirklich sein, dass eure Identität sonst benutzt wird, um einfach Geldwäsche zu betreiben oder sonstige illegale Aktivitäten. Ich meine, dieses Konto wird natürlich nicht angelegt, um damit, sagen wir mal, legal irgendwelche Transaktionen auszuführen. Gottes Willen. Und das Schlimme ist ja, dadurch, dass dieses Video-Ident-Verfahren erfolgreich abgeschlossen wird, unter Umständen, ist natürlich für die Ermittlungsbehörden sofort klar, das ist auch wirklich der Kontoinhaber. Und der Gauner hat natürlich voll Zugriff auf das Konto. Bis es dann soweit kommt, dass ihr wieder die Kontrolle über dieses Konto habt, das ihr erstellt habt, weil die Kontaktdaten, die sind natürlich komplett bei dem Gauner. Der hat die E-Mail-Adresse erstellt, der kommt ins Online-Banking und so weiter und so fort. Also wirklich eine heiße Geschichte. Deswegen, Leute, passt da auf. Das ist aktuell so eine Masche, die eben getrieben wird. Und das Ganze passiert eben über dieses neue Video-Ident-Verfahren. Und falls ihr so einen Fall hattet, meldet das bitte sofort der Polizei. Hat auch die Polizei in der Pressemeldung gesagt, ihr könnt es an jede Polizeidienststelle, dass ich das mal sage, das ist ja wie bei Aktenzeichen hier, könnt es an jede Polizeidienststelle in Deutschland weitergeben. Macht es aber bitte, um eben andere Leute davor zu schützen. Also wenn ihr Freunde, Bekannte habt, die jetzt nicht unseren Podcast gucken, bringt die dazu, dass die den Podcast gucken und hören, aber sagt denen auch, Leute, passt mal da ein bisschen auf, weil es kann ja sein, jetzt gerade auch, es wird ja bald auch wieder die Bewerbungssaison, klar, jetzt werden die neuen Azubis eingestellt und so weiter, aber irgendwann geht es ja wieder in Richtung Bewerbungen und diese Masche, die wird wahrscheinlich auch weiterhin ausgenutzt werden und achtet da mal ein bisschen drauf. Nächste Geschichte, da geht es um was ganz was anderes, nämlich um die Software TeamViewer. Da haben nämlich Sicherheitsforscher rausbekommen, dass dieses TeamViewer-Passwort, also dieses Fernsteuerungspasswort, das man kurzzeitig angezeigt bekommt, im Klartext im Speicher abgelegt wird. Das kann auch abgegriffen werden. TeamViewer umgeht das Ganze jetzt, das, also mit einem Trojaner zum Beispiel kann das abgegriffen werden. Und TeamViewer umgeht das Ganze jetzt, indem die Passwörter häufiger geändert werden. Also werden alle 5 Minuten aus dem Speicher gelöscht. Das heißt, der Trojaner, der muss halt öfters mal die Daten an seinen Command-and-Control-Server schicken. Man kann das Ganze natürlich umgehen, indem man, wenn man TeamViewer nicht benutzt, und das finde ich ist sowieso mal ein guter Tipp. Ich habe nichts gegen TeamViewer, aber als IT-Sicherheitsmensch muss ich einfach sagen, Leute, wenn ihr TeamViewer benutzt, oder nicht benutzt, besser gesagt, beendet es. Schaut nicht, dass TeamViewer immer im Hintergrund läuft, wenn er es nicht braucht. Beendet das bitte, weil es kann echt blöd laufen, dass wirklich mal durch einen Bug oder irgendwas, das ist keine Böshaftigkeit von TeamViewer selber, ich halte TeamViewer für eine super Software, aber es kann wirklich mal passieren, dadurch, dass es so viele Leute nutzen, dass da irgendwas passiert und dann eine Remote-Session auf eurem Rechner ist, deswegen TeamViewer immer, wenn er es nicht braucht, abschalten. Es gibt auch unter Extras Optionen erweitert, erweiterte Einstellungen, Verbindungen zu anderen Computer, die Möglichkeit, über die Checkbox Kennwörter für erneute Verbindungen zwischen Speichern, da kann man das abschalten. Aber die einfachste Methode ist einfach, das Ding nur offen zu haben, wenn man es auch wirklich braucht. Und es gilt eigentlich für jegliche Remote-Lösung, die ihr so einsetzt. Dann kommen wir noch zu einem Data Breach, den finde ich heftig, muss ich gleich vorneweg sagen. Da geht es um 47.000 sensible Dokumente von Autobauern. Unter anderem ist da auch Volkswagen mit dabei. Und das geht zurück auf einen Data Breach bei einem kanadischen Dienstleister für Industriefertigungslinien. Das hat zumindest die New York Times berichtet. Und da wurden von einem Backup-Server, wie gesagt, 47.000 sensible Dokumente gestohlen. Und es waren insgesamt 157 GB. Und das ist schon heftig.
Und was ich noch heftiger finde, dass da zum Beispiel auch Blaupausen von den Unternehmensumrissen und so weiter dabei sind oder Schemen von Fertigungsanlagen, Verträge, Rechnungen, Pläne für Arbeitsabläufe und dann eben auch Verschwiegenheitserklärungen mit Mitarbeitern. Und da sind bestimmt auch persönliche Daten von Mitarbeitern dabei gewesen. Und das finde ich wirklich heftig. Also wenn es bei uns den Fail des Monats gäbe, dann wäre das wirklich der Fail des Monats. Also krasser ist es diesen Monat echt nicht gekommen. Aber ich finde es schon echt heftig. Und da muss auch wirklich VW unter anderem sich mal die Frage gefallen lassen, VW, wenn ihr Daten irgendwo abspeichert, in der Cloud, bei einem Dienstleister, warum zur Hölle verschlüsselt ihr diese Daten nicht? Warum liegen die im Klartext irgendwo auf einem Backup-Server? Backups kann man verschlüsseln mittlerweile. Das macht mittlerweile hoffentlich jeder mittelständischer Betrieb. Warum macht VW das nicht? Also die Frage müsst ihr euch echt gefallen lassen. Gut, VW haben wir heute auch schon ins Gewissen geredet. Dann machen wir mal weiter mit Microsoft und Azure. Die haben aber was Cooles gemacht. Die haben einen Bug-Bounty gestartet. Klingt so ein bisschen nach Urlaub, ist es aber nicht. Da geht es darum, dass Microsoft Azure-Konten von Azure Directory geprüft werden sollen. Von euch Hackern oder von euch Security-Interessierten, Admins, wie auch immer. Ihr könnt versuchen, Microsoft Azure zu hacken. Und wenn ihr es geschafft habt, bekommt ihr ein 100.000 Euro US-Dollar Preisgeld. Das ist eine coole Geschichte, könnt ihr mal versuchen. Und Microsoft setzt da ein Kopfgeld drauf aus und das ist ja eine Methode, das macht mittlerweile fast jedes große Unternehmen, um eben Schwachstellen rauszufinden. Finde ich eine legitime Geschichte und die Leute, die so einen Bug entdecken, für Microsoft sind 100.000 US-Dollar nicht viel Geld und retten denen unter Umständen den Hintern, wenn so eine Schwachstelle gefunden wird, ist es eine ganz schöne Geschichte. Dann kommen wir mal zu einer etwas unschöneren Geschichte, das sind nämlich Erpressungsmails, die echte Passwörter beinhalten. Also es kursieren aktuell Erpressermails im Internet, die Passwörter enthalten im Betreff. Damit möchte man halt eine gewissen Druck aufbauen, klar, weil der Angreifer weiß ein Passwort von mir, also es sind wirklich echte Passwörter. Und da geht es eben darum, dass man auf einer, ja, ziemlich unangenehm, auf einer Porno-Website gefilmt wurde von der Webcam am Rechner und der Erpresser erpresst mich dann mit der Veröffentlichung von einem Film. Wir brauchen jetzt nicht ins Detail zu gehen, jeder kann sich vorstellen, was so ein Webcam-Film bei einer Porno-Website beinhaltet. Deswegen, also man muss sich sehr kreativ sein, die meisten Leute werden da bestimmt bezahlen und das ist eine Masche, da ist nichts dran. Also dieses Video gibt es nicht und das Passwort stammt einfach aus irgendeinem Data Breach. Und die Chance, dass das Passwort stimmt, ist bei Privatanwendern oder bei Leuten, die nicht sensibel sind für IT-Security, relativ hoch, weil die verwenden ein Passwort für alles. Jetzt habe ich irgendwo ein Data Breach, habe ein Passwort und eine E-Mail-Adresse, die miteinander funktioniert und behaupte einfach mal, hey, ich habe hier Daten. Deswegen nicht bezahlen und Passwörter ändern ist so der Tipp bei der ganzen Geschichte. Und prinzipiell natürlich immer Webcam abkleben oder zumachen, wenn man es nicht braucht. Genau, oder wenn es gerade ungünstig ist, um es mal ein bisschen Genau. diplomatisch auszudrücken. Dann kommen wir mal wieder zu russischen Hackern. Die stehen nämlich unter Verdacht, Cyberangriffe gegen WDR und ZDF zu fahren. Da wurde das ZDF gewarnt vom Verfassungsschutz, dass es eben einen Angriff gegen die Medienhäuser von WDR und ZDF gab und angeblich von russischen Hackern ausgeführt, Berufung auf Sicherheitskreise, was auch immer das immer heißt, Geheimdienste, pipapo. Und es sind angeblich auch Daten abgeflossen und es sind einige Rechner infiziert. Was besonders brisant oder wieder mal interessant bei dieser ganzen Geschichte ist, ist der Weg, wie sind die reingekommen? Und das Ganze geht wieder auf Social Engineering, das heißt, es wurden gezielt Personen per Mail kontaktiert. Da drin in den Mails waren Word-Dateien mit Makroviren und diese Makroviren haben Schadcode nachgeladen, wenn sie geöffnet wurden und der Rechner wurde so infiziert und der Angreifer ist von außen raufgekommen auf den Rechner. Das waren auch Personen, die sich mit Chemiewaffenforschung beschäftigt haben, im Fokus der Angreifer. Und da ging es wahrscheinlich wirklich um irgendwelche politischen Geschichten. Deswegen kommt man auch auf die Russen.
Was aber besonders interessant ist, ist eben dieser Weg der Infizierung, weil das ist ein Weg, der wird relativ häufig auch bei, sag ich mal, zivilen Geschichten benutzt. Deswegen, wenn ihr Admin im Unternehmen seid, sowas kann man verhindern. Wir haben bereits darüber ein Video schon gemacht oder ich habe ein Video darüber gemacht, da ging es um das Thema Ransomware. Wie kann ich Ransomware im Unternehmen verhindern? Und es gibt auch eine Möglichkeit, sowas zu verhindern, nämlich mit einer Sandboxing-Lösung. Jetzt kommt wieder ein kurzer Werbeteil, wie schon mehrmals im Podcast, wenn ihr ein Unternehmen habt, ein kleines Unternehmen, braucht da Hilfe. Wir können euch da gerne beraten, wir können euch sowas einrichten, gebt einfach Bescheid. Aber es gibt die Möglichkeit, in der Sandbox solche Dateien auszuführen. Das heißt also, bevor dieses Word-Dokument mit diesem präparierten Makro auf den Rechner kommt, wird in der Sandbox diese Datei ausgeführt und die Sandbox würde diese Datei den User gar nicht zustellen, weil eben diese Sandboxing-Lösung schon erkennt, dass eben Schadcode nachgeladen wird. Und dass sich dieser Makro irgendwie total komisch verhält. Und dann kommt diese Datei gar nicht auf euren Rechner. Und so sind wir wieder beim Thema Virenscanner und Erfahrung. Sowas hat eben der Windows Defender leider nicht. Muss man wirklich sagen. Aber so viel zum Thema russische Hacker bei ZDF und WDR. Dann gibt es noch eine interessante Geschichte aus dem Thema Remote Software, Thema TeamViewer und Konsorten. Da gibt es, kannte ich vorher nicht, Amy Admin. Kennt ihr das? Nee, sagt mir ja gar nichts. Nee. Ist auch eine Fernwartungssoftware, die gibt es scheinbar auch kostenlos. Problem an der ganzen Geschichte war, dass irgendwann scheinbar deren Webserver gehackt wurde und diese Software mit einem Banking-Trojaner auf der eigenen Firmenwebsite ausgeliefert wurde. Das hat zumindest ESET, also der Virenschutzhersteller ESET, berichtet. Und ist auch eine ganz blöde Geschichte. Also wenn ihr diese Software einsetzt, die ich vorher auch noch nie gehört habe, dann guckt bitte mal, ob ihr da nicht irgendwie infiziert seid mit dem ganzen Ding. Wäre natürlich sehr blöd. Dann, last but not least, wir haben noch einen Data Breach bei einem Webhoster aus Deutschland, der mittlerweile allerdings nicht mehr so ganz deutsch ist. Klingt jetzt irgendwie komisch, aber der ist mittlerweile nicht mehr auf deutschen Boden von der Geschäftsführung her, sondern ist verkoppelt mit GoDaddy. Es geht um Domain Factory. Domain Factory hatte einen ziemlich komischen Data Breach. Das ist auch so ein Ding, sag ich mal, da weiß man noch nichts Genaues, aber die Fakten, die man weiß, die sorgen bei mir persönlich für Kopfschütteln. Erstens mal muss ich dazu sagen, ich bin auch betroffen, also ich war auch mit Curso4U waren wir vor Jahren mal Domain Factory Kunde, das ist schon, glaube ich, 4 oder 5 Jahre her. Da hatten wir bei denen mal, ich glaube, eine Domain und ein SSL-Zertifikat gekauft, also kein Hosting zum Glück, weil ehrlich gesagt kriege ich es mit der Angst zu tun, wenn ich da lese, was für Sicherheitsmaßnahmen die ergriffen haben, erst nachdem dieser Data Breach passiert ist. Und wie gesagt, wir waren bei den Kunden und es sind jetzt jede Menge Kundendaten abhanden gekommen über einen RSS-Feed, über so einen Atom-Feed. Grund dafür war scheinbar ein DSGVO-Feld in der Datenbank. Also da war irgendein Programmierfehler, der dafür gesorgt hat, dass über so einen Feed eben Benutzerdaten nach außen gegangen sind. Und da waren zum Beispiel auch Daten dabei wie Adressen oder auch Zahlungsgeschichten, also Schufa-Auskünfte und solche Geschichten. Also wer mal gucken möchte, wie ich liquide bin, der kann da mal gucken nach dem Datensatz von Domain Factory. Aber das ist wirklich der Hammer. Also das hat mich wirklich umgehauen. Das ist fast schon auf dem Level wie das mit VW, aber ich find's heftig einfach nur. Und der Angreifer hatte scheinbar auch Zugriff auf interne Systeme und Domain Factory dementiert das Ganze. Also es gibt scheinbar auch einen Dienstleister, der in der Ukraine irgendwas für die verarbeitet. Die dementieren, dass es irgendwas miteinander zu tun hat. Letztendlich ist es dem Kunden vollkommen wurscht und ich sehe das auch mal völlig wertfrei, welche Dienstleister da involviert sind. Man möchte einfach nur seine Daten geschützt haben, was dementsprechend nicht mehr funktioniert hat. Und den Vogel hat Domain Factory bei mir abgeschossen, ganz ehrlich. Die haben jetzt gesagt, ja, ist zwar alles blöd, aber wir kümmern uns drum. Wir haben das jetzt gemeldet der Datenschutzbehörde, was übrigens Pflicht ist bei so einem Data Breach. Das musst du melden, ist Pflicht. Wir werden jetzt mal eine Web Application Firewall vor unser Kundencenter schalten. Ganz ehrlich, ich habe gedacht, das ist eigentlich Standard bei euch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als Webhoster
da kann ich mir das eigentlich nicht leisten, eine Website noch zu betreiben mit einem Kundencenter ohne einer Web-Application, Firewall, die SQL-Injection und solche Geschichten, Cross-Site-Scripting, sowas verhindert. Also ganz ehrlich, eine Anomalieerkennung hat und so weiter. Also mich hat es wirklich umgehauen. Und das ist so eine Geschichte, man merkt es halt, ich komme halt aus der Praxis, aus der IT-Praxis, und ich verkaufe keinem Kunden eine Website ohne Web-Application-Firewall. Es ist einfach so. Und gerade Unternehmen, und hier geht es um Kundencenter, da werden Kundendaten drin abgespeichert, abgerufen, bearbeitet etc. Ohne Web-Application-Firewall. Really? Also das hat mich wirklich geflasht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist jetzt auch wirklich der letzte Punkt bei den IT-Security-Fails. Und ihr merkt, es war richtig viel. Und ich merke auch langsam, wie meine Stimme weggeht. Deswegen würde ich vorschlagen, wir gehen noch mal kurz auf ein anderes Thema, bevor es dann noch eine neue Kategorie gibt im Podcast. Und dann sind wir schon fast am Ende. Zu den Geschichten aus dem Helpdesk. Wir haben mal wieder was. Wer will anfangen? Georg oder David? David, willst du anfangen? Ja, ich mache meins ganz kurz. Genau. Und zwar geht es um Folgendes. Ist jetzt bei uns im Unternehmen aufgetreten und habe auch generell, ist es immer wieder am Hochkochen, dass Telefonate geführt werden oder angerufen wird eben. Angeblich geben sich Leute dann eben als Mitarbeiter von Microsoft, von IBM, von, ach keine Ahnung, allen großen Herstellern, die es halt irgendwie gibt, aus und versuchen dann über das Unternehmen sehr, sehr empfindliche Daten rauszubekommen, oder aber sei es auch nur, ich möchte den Mitarbeiter sprechen, den haben sie zum Beispiel über Xing oder über Google irgendwie ausfindig gemacht, dass man schon mal zumindest die interne Telefonnummernstruktur herausbekommt und möchte so natürlich dann versuchen, mittels Social Engineering hier auf der einfachsten Ebene direkt in Kontakt mit dem Menschen quasi Sachen rauszubekommen, oder sagt, ja, hier, wir müssen hier, keine Ahnung, irgendwie Update, Sicherheitslücke, irgendwas einspielen, und dann hast du mal ganz schnell im Unternehmen irgendwelche Schadsoftware verteilt. Und das ist einfach sehr wichtig. Es ist bei uns auch im Internet ein großes Thema, eben groß thematisiert worden, auch generell wichtig, wenn Leute, sei es im Firmenumfeld oder auch privat, sich ausgeben von namhaften Herstellern, zum Beispiel auch von Microsoft, das ist eigentlich so die beliebteste Masche, dann prinzipiell sowieso keine sensiblen Daten rausgeben, schon gar keine Passwörter, und im Unternehmens- oder im Firmenumfeld sowieso, ich meine, das läuft dann, wenn, über irgendwie die IT-Sec oder über zum Beispiel, wie heißt es hier? ISMS, IT-Sicherheitsmanagement. Genau, IT-Sicherheitsmanagement und so weiter, weil die werden ja nicht an den, ich sage jetzt mal, kleinen Angestellten, der irgendwo hier in seiner Ecke jeden Tag seine Arbeit verrichtet, kommen und sagen, ja, übrigens, ihr habt hier in Firma irgendein großes Problem, dann kommt dann Microsoft oder die Firma zentral zu denen, oder genau, die Firma geht zu Microsoft, aber niemals werden die bei einem einzelnen Mitarbeiter anrufen, ja, und sagen, ja, übrigens. Du hast ja auch feste Ansprechpartner bei so großen Unternehmen. Genau. Das gebe ich auch, wir machen ja auch IT-Sicherheitstrainings, Gott, heute mache ich so viel Werbung für Kurse for Your Services, aber wir machen ja auch IT-Sicherheitstrainings in Unternehmen, und das ist halt auch mein Thema, es gibt, sage ich auch immer wieder, es gibt da feste Ansprechpartner, man kann sich auch die Sachen aufschreiben, also was ich auch immer so als Tipp mitgebe, man muss ja nicht unfreundlich sein deswegen, viele haben immer Angst, man ist dann unfreundlich, wenn es dann wirklich ein echter Mitarbeiter von den Firmen ist, dann sagt man einfach, okay, kann ich aktuell nicht bearbeiten, aber ich schreibe das auf und ich gebe das weiter, und dann kann man ja in der IT anrufen und kann fragen, Mensch, der Herr, was weiß ich, der gerade angerufen hat von Microsoft, ist es richtig? Und dann werden die meisten schon sagen, nee, das ist völlig falsch. Und wie gesagt, ich halte es für sinnvoll in Unternehmen, ich weiß nicht, wie das gelebt wird, aber ich halte es für sinnvoll, dass man generell sagt, ein normaler User hat keinen Kontakt zu irgendwelchen IT-Dienstleistern. Ja. Und ich kenne viele Unternehmen, auch Unternehmen, die ich mit betreue, wo eben als Policy, als Unternehmensrichtlinie durchgesetzt wird, dass zum Beispiel ein externer Dienstleister nur mit Aufsicht, unter Aufsicht von einem IT-Mitarbeiter auf Systeme sich aufschalten kann. Und aufschalten ist auch immer so ein Thema. Die wollen dann halt eben sowas nutzen wie TeamViewer oder irgendeine andere Remote-Lösung, um eben auf den Rechner zu kommen. Das kann man als Admin auch einfach unterbinden über eine Firewall-Regel. Wie gesagt, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Genau. Genau, ja.
Also das ist einfach nur wichtig, da nichts rausgeben und einfach nochmal Rücksprache halten, das kostet nichts, tut nicht weh. Und wie gesagt, man merkt es manchen schon, also das ist jetzt dieses typische Klischee, aber das sind halt oftmals akzenttechnisch hören die sich dann Richtung irgendwie so Indisch oder auch Russisch oder irgendwie ja. So ein ganz schlechtes gebrochenes Deutsch oder auf Englisch, das ist ja noch das Beste, wenn sie dann im Englisch oder gesprochenem Englisch ankommen. Also ich meine, auch Microsoft hat Mitarbeiter, die Deutsch sprechen. Definitiv. Und auch für den deutschsprachigen Raum zuständig sind. Da ruft nicht der Inder irgendwo aus sonst wo an. Richtig. Und also da muss man die schon wirklich große Personalengpässe haben. Oder was auch immer interessant ist, wenn dann im Hintergrund hörst du noch 1000 andere Leute reden. Also das ist sehr laut. Also scheinbar können sie sich auch keine guten Headsets leisten. Das ist auch meistens ein Zeichen dafür, dass es kein offizielles Callcenter von so einem großen IT-Dienstleister ist, weil die haben meistens gute Headsets und sind auch schön in vielleicht so Kabinen oder sowas untergebracht, dass man nicht unbedingt jedes Gespräch vom Nachbarn mithört oder so. Vielleicht auch ein Tipp noch. Genau, und wichtig ist einfach, wenn sie anrufen, natürlich nichts durchgeben und man merkt es, also ich bin der Meinung, man merkt es recht schnell, vor allem die möchten ja dann unbedingt was rauskriegen, die werden dann irgendwie auch sehr energisch und sagen dann, ja, aber irgendwie Rücksprache geht nicht oder ich habe keine Zeit oder so, da einfach Alarmglocken leuchten lassen, mit Druck und irgendwie Zwang erreicht man sowieso nichts und das ist einfach ganz, ganz wichtig, überhaupt einfach keine Sachen rausgeben, auch keine Telefonnummer weitergeben, einfach freundlich sagen, irgendwie kein Interesse oder sonst was und dann rückklären. Es ist für viele Menschen schwierig, aber da wirklich mal unfreundlich sein und das hat auch nichts mit Unfreundlichkeit zu tun. Man muss doch Nein sagen können. Genau. Es ist schwer, aber in dem Fall ist es umso wichtiger. Richtig. Aber wie gesagt, das ist eine Geschichte, das ist immer schwierig, das jetzt hier alles zu vermitteln in einem Podcast, aber das ist eigentlich eine Geschichte, deswegen gehen wir auch an Unternehmen und machen da eben so Awareness-Trainings, um eben den Leuten zu zeigen, welche Einfallstore gibt es in Unternehmen, wie können die reinkommen und eben dieses Telefon-Social Engineering ist halt ein Faktor von vielen. Es gibt da so viele Faktoren, die gehen auf Firmen-Events, Xing hast du schon angesprochen oder LinkedIn, diese Business Networks oder einfach nur Kontakt irgendwie über Telefon, wo die dann eben versuchen, Informationen rauszukriegen und deswegen sage ich mal, also wenn, das muss ja nicht bei uns sein, aber wenn ihr wirklich im Unternehmen da Nachholbedarf seht, lasst euch jemand reinkommen. Das kann jeder größere IT-Security Anbieter sein, das machen viele mittlerweile, also nicht nur wir. Lasst euch da jemanden reinholen oder holt euch da jemanden rein, der das mal präsentiert, der die Mitarbeiter sensibilisiert. Und da ist eben der Punkt, oftmals ist ein Externer besser als ein interner Administrator. Die Erfahrung habe ich gemacht, ein interner Administrator, der wird oftmals nicht so wahrgenommen wie ein Externer, der das sagt, der vielleicht aus Erfahrung spricht, der bei einem IT-Security-Unternehmen arbeitet, der das seit Jahren macht, der vielleicht ein bisschen Lifehacking mitgebracht hat, der plastische Beispiele hat, der Unternehmen betreut damit. Und deswegen ist sowas wirklich Awareness-Training wirklich wichtig, wenn man dieses ganze IT-Security-Thema wirklich ganzheitlich sieht. Nicht nur vom Thema Virenscanner, wo wir vorhin waren, sondern halt eben auch aus anderer Sicht. Weil für viele Admins, leider Gottes, ist heutzutage IT-Security Virenschutz, Firewall und dann fertig. Das ist es aber nicht. Ein Riesenpunkt ist auch der User. Und deswegen Awareness-Training ist wichtig, weil da kann man auch noch sehr viel machen. Und man kann auch Anwender über Software trainieren, regelmäßig und diese Ergebnisse dann auswerten. Das geht auch. Man muss halt nur wissen, wie sowas geht, aber sowas gibt es, dass man die User eben regelmäßig trainieren lässt mit einer Software. Und es gibt auch wirklich Unternehmen, die Phishing-Attacken gegen eigene Mitarbeiter fahren, um einfach zu sehen, ob Mitarbeiter damit umgehen, um einfach Bedarf, sowas kann man machen lassen, auch von Anbietern, um einfach den Bedarf zu ermitteln. Wie anfällig bin ich? Und da werden Ergebnisse rauskommen, da wird es jeden Manager erstmal aus den Latschen heben. Das ist aber normal, das muss ich wirklich dazu sagen. Das ist wirklich am Anfang normal, weil die meisten Leute sind einfach, wie Menschen halt so sind, menschlich. Das heißt, sie hinterfragen nicht alles, jedes Mal. Das sind die allerwenigsten. Und das ist einfach manchmal echt ein Problem. Und da kann man was dagegen tun. Wollte ich nur mal so kurz noch anmerken. Ja. Ja, kurz. Ja, wie gesagt, man muss mal drüber reden, aber ich könnte eine ganze Folge darüber machen. Gut, Georg, dann nochmal dein Social Engineering, wollte ich schon sagen, deine Geschichte aus dem Helpdesk, genau.
Genau, das war eine ganz kurze und ganz lustige Geschichte, weil ich hatte einen Anwender dran, der hat nämlich gedacht, dass die Enter-Taste auch ein Zeichen ist, das man im Passwort verwenden kann. Was natürlich dann zu der witzigen Situation geführt hat, immer wenn er sein Passwort eingegeben hat, dass er dann irgendwann die Enter-Taste gedrückt hat und dann ist er natürlich dann, hat er gesagt, ja, Passwort ist nicht gültig. Sie haben vergessen, ihr zweites Passwort einzugeben. Und der Anwender denkt sich, ja, das springt ja immer wieder raus. Ich kann mein Passwort ja gar nicht eingeben. Ja gut, das ist natürlich echt witzig, dass Leute denken, dass das Enter-Zeichen, also dass es ein Enter-Zeichen gibt. Das ist schon wirklich beeindruckend. Aber gut, Ja. solche Sachen passieren. Falls ihr im Helpdesk arbeitet, vielleicht auch nochmal so eine Sache und ihr habt irgendeine lustige Story, dann könnt ihr uns die natürlich gerne schicken, weil erstmal lachen wir gerne. Das ist auch so eine Geschichte. Und zweitens mal interessiert es vielleicht auch andere Zuhörer. Dann ihr könnt es, wenn ihr wollt, als Audiodatei anschicken, wenn ihr es selber erzählen wollt. Ihr könnt es als Mail schicken, dann lesen wir es vor, wie ihr wollt, an redaktion@kursofyou.com. Und dann würde ich sagen, dann machen wir das so, als wenn genügend Content kommt mal so als Rubrik einfach rein, Geschichten aus dem Helpdesk, weil ich doch gemerkt habe, dass sehr viele Sys-Admins auch dabei sind, die uns hören und sehen. Und deswegen denke ich mal, ist es ganz cool, wenn wir uns da so ein bisschen verbünden. Und ich meine, wir haben alle die gleichen Probleme, sind wir mal ehrlich, im IT-Bereich. Bei den einen ist das Problem ein bisschen mehr, bei den anderen das Problem, aber im Wesentlichen ist eigentlich immer das Gleiche. Und oftmals läuft es eben auf den Layer 8, eben dem User raus. Und deswegen fände ich das ganz cool, wenn ihr da irgendwas habt, schickt es doch einfach rein. Ach ja, da Ja. fällt mir noch was ein. Darauf hat mich letztens mein Arbeitskollege hingewiesen. Da gab es nämlich auf Reddit einen interessanten Beitrag, wo halt dann gefragt wurde, was sind die düstersten Geheimnisse eurer Branche? Ein ITler hat das halt ganz treffend zusammengefasst. 90% der Fälle könnt ihr über Google finden, die Lösung dafür. Ja, ist auch wirklich wahr. Das ist Ja. halt auch so ein Ding. Ich meine, man kann Ein guter ITler muss nur wissen, wie man ja, Google bedient. man kann viel Geld, glaube ich, auch sparen, wenn man einfach richtig Ja. googeln kann und richtig kommt. Also oftmals denke ich mir auch logisches Denken und ein bisschen wenig Faulheit. Viele Leute sind auch sehr faul und deswegen kommen die auch im IT-Bereich nicht weit, weil sie einfach faul sind, mal sich selbst was zu durchdenken oder mal logisch irgendwas miteinander zu verknüpfen im Kopf. Aber gut, das ist ja unser Job und ehrlich gesagt, darüber verdienen wir unser Geld. Deswegen bin ich da auch nicht böse, wenn es Leute gibt, die das Nö. nicht wollen. Aber es ist richtig. Aber ich denke, das ist in vielen Bereichen so. Da gibt es auch solche Dinge, wo du richtig, wenn du dich damit beschäftigst, Steuer ist zum Beispiel auch so ein Thema. Da möchte ich mich gar nicht mit beschäftigen. Das durch Fremdvergeben. Wenn ich Zeit und Lust hätte, dann könnte ich da richtig viel Geld sparen. Das ist auch so ein Ding. Aber gut, das ist halt so. Gut, kommen wir jetzt zum Schluss noch zu einer neuen Rubrik. Die wird wirklich ganz kurz und knackig. Die nennt sich Achtung Update. Die habe ich mal so eben neu eingeführt vor der Sendung, weil ich habe gemerkt, es gibt sau viele IT-Security-Geschichten, die euch was bringen, also News, die euch was bringen, aber da müssen wir nicht groß drüber reden. Und Sinn dieser Rubrik ist es einfach, euch zu sagen, pass mal auf, da gab es Security-Patches oder wichtige Patches, Updates, installiert die mal oder prüft mal nach, wenn ihr das Produkt einsetzt, ob ihr Patches habt. Und den Anfang macht Microsoft natürlich. Es gab wieder ein Patch Day mit 18 kritischen Lücken in Windows und Office. Also checkt mal ab, habt ihr im letzten Monat Updates installiert, Windows-technisch, Office-technisch. Dann geht's weiter mit Adobe, die sind eigentlich immer dabei. Die verarzten nämlich 100 Schwachstellen in Acrobat-Produkten. Also wenn ihr Adobe Acrobat einsetzt und so weiter, ihr wisst, wie es läuft, guckt nach, habt ihr Patches installiert oder nicht. Und es gibt für HP Enterprise ILO, also dieses Integrated Lights Out 4, gibt es auch einen kritischen Exploit, solltet ihr auch patchen. iTunes war dabei, die iCloud. Es gab ein Sicherheitsupdate für den VLC Media Player, der hat Probleme mit Flash gehabt. Dann gibt es für den Smart Hub von Samsung ein Problemchen, dass man da über Remote eben das Ding fernsteuern kann. Und es gab auch ein Problem bei Typo 3, bei diesem Content-Management-System, dass man Passwörter überschreiben konnte. Das wurde auch über einen Patch gelöst. Und Oracle darf natürlich nicht fehlen, patcht auch 334 Sicherheitspatches haut Oracle raus. Das ist natürlich auch mal wieder ein Wort.
Und für den Apache Tomcat gab es auch eben Patches. So viel zu dieser Rubrik. Ich denke mal, das ist ganz sinnvoll, dass man das einfach mal reinwirft in den Raum. Das ist nämlich aus der Praxis wieder mal so ein Thema. Muss ich kurz erklären, warum finde ich die Kategorie sinnvoll. Das hat man oftmals auch in der IT, wenn ich jetzt kein Patch-Management zum Beispiel habe in meiner Firma und ein Kollege sagt dann, Mensch, da gab es jetzt ein Update in dem und dem Bereich, habe ich gelesen, und dann horcht gleich derjenige, der für das System zuständig ist, auf und sagt, oh, scheiße, ja, muss ich ja machen. Und das ist genau der Punkt, dieser ich habe es mal gehört und reagiere Effekt einfach, so nenne ich das mal. Und deswegen diese neue Rubrik. Dann sind wir schon fast am Ende und ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass der Podcast zu Ende ist, weil ich schwitze wie eine Sau hier und Fenster ist offen und es bringt halt überhaupt nichts und ich freue mich schon jetzt hier mal wieder von einem Stuhl aufzustehen, wenn ich überhaupt noch in der Lage bin. Wie weit das Sommer ist, wenn der Klo der Klamotte aufsteht. Ja, schlechter Witz zum Ende. Genau. Apropos Witz, nee, kein Witz, aber... Info noch für euch, Thema Gamescom. Wir sind dieses Jahr leider nicht in voller Stärke auf der Gamescom, wie soll ich es nennen, also wie früher halt sind wir nicht auf der Gamescom, wir berichten jetzt nicht mit einem Videoteam von der Gamescom, sondern wir berichten im Podcast von der Gamescom. Georg, du wirst auf der Gamescom sein und Finn wird genau auf der Gamescom sein. Den Finn kennt ihr noch gar nicht im Tech Talk, glaube ich zumindest. Nee, kennt ihr noch nicht. Leute, die die nee. Gamescom-Videos der letzten Jahre verfolgt haben, die kennen Finn schon. Finn ist immer unser Game-Tester. Der wird sich dieses Mal auch wieder ein paar Games vornehmen. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, was er sich angucken wird. Aber ich denke mal, es wird wieder ein bisschen strategielastig, könnte ich mir vorstellen. Und der wird dann eben in dem nächsten Tech Talk Rede und Antwort stehen, genauso wie hoffentlich auch Georg. Und dann werden wir die Gamescom da ein bisschen Revue passieren lassen. Und ja, vielleicht noch, warum machen wir das nicht mehr? Naja, es sind halt auch ein bisschen Kostengründen. Also man muss sich mal überlegen, wir sind da mit einem kompletten Videoteam hingefahren. Wir hatten Übernachtungskosten von ein paar hundert, wenn nicht sogar 1.000 Euro. Die Anfahrt, die Versorgung, das Ganze, das kostet ein Heidengeld. Und letztendlich muss man auch wirklich sagen, war auch die Quote entscheidend. Natürlich, die Aufrufzahlen waren ziemlich gering. Und im Gaming-Bereich, der Markt ist so übersättigt mit so vielen Anbietern. Und wenn wir da auch noch mit einsteigen, das bringt einfach nichts. Aber wenn ihr was drüber erfahren wollt, auch wenn ihr sagt, ich brauche unbedingt die Meinung von Course of For You-Leuten, die bekommt ihr. Aber wie gesagt, wir sind jetzt selbst nicht mehr auf der Gamescom. Das kann sich in ein paar Jahren vielleicht wieder ändern. Aber aktuell ist es so, dass für uns der Fokus eher auf Technik und IT-Security liegt. Deswegen werden wir dann eher auf IT-Messen sein. Und Gamescom, von uns sind einzelne Redakteure dort. Wenn ihr die trefft und kennt, sprecht sie an. So ist es einfach. Aber wir sind nicht als Videoteam dort. Und das nur als Hinweis. Und ja, ansonsten beenden wir das Ganze jetzt. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Wir hören uns spätestens im September wieder. Ich hoffe, dass wir bis dorthin noch andere Videos produzieren. Wir haben ja noch den Trouble mit unserer Videoschnittlösung. Wir arbeiten noch an der Lösung. Wir haben aber schon Land in Sicht sozusagen. Und ansonsten, ja, wie gesagt, habt eine schöne Zeit. Am bestenfalls nicht so warm. Abonniert uns auf YouTube, folgt uns auf Twitter, auf Facebook, liked unsere Seite, keine Ahnung, auf Instagram, ihr wisst ja, wie das läuft, nutzt unseren Affiliate-Link. Wenn ihr irgendwas wissen wollt als Geschäftskunde, kontaktiert uns über unsere Formulare, wie auch immer. Und wir helfen gerne weiter, schreibt ins Forum und ich glaube, jetzt habe ich alles durch, oder? Und ich denke genau schon, ja. Ja, in diesem Sinne, schöne Zeit, bis dann. Jo, servus. Ciao.